sand on the rims. Picture perfect, no destination. Let's just wait and see where we end up. Burning zones, burning up the ozone. Backwards, they tally tuck. Bitch, look at me, she said, yeah, what the fuck? Oh, I'm out enough. With life forms of this planet, bitch, you out of luck. I got better shit to do, like sip the lines up in my cup. I ain't sharing plans, they talk. Waste my whole life on end ups. These things generally are pretty tight. It seems almost as if there is a slightly larger focus on hooks with this project. What the hell, man? What's good? What's crack-a-lacking, man? What's good? Jesus.com, wer ist alles im Chat, man? Double Time Johnson. Alter, mein Kopf ist so leer, Jungs. Ihr wisst gar nicht. Egal, ich mach Beat kurz laut. Ah, Timer ist auch wieder eingegangen. Prank. Oha, Digga. XTRS Blank, danke für deinen 17. Monat. Ich küsse deine Seele. Und Shanks, danke für deinen 18. Monat. Ich küsse deine Seele. Und Quinn, danke für deinen 18. Oha, ihr habt alle 17, 18. Heftig. Danke für die Subs. So, eine Sekunde, ich muss hier alles schließen, bereit machen. Ihr wisst nicht, was in meinem Leben die ganzen Tage hier passiert ist, Ali. Ich bin kaputt im Kopf gerade, Digga. Egal, scheiß drauf. Wir gehen kurz ins RP, ganz entspannt. Oh mein Gott, Family Life. Oh, diese Tage waren so dick. Wenigstens nicht live. Live sein ist immer... Mal eine Ablenkung. Immer gut. Was geht ab, Mr. Crash? Geht ab, ZTX? Was geht ab, Caramello? Und Matt, Bruder, oha, Digga. Bruder, Herz. 10 Subs. Wir sind nicht mal eine Minute live, Digga. Bing bong, bing bong, bing bong, Digga. Ich küsse deine Seele, Bro. Gleich kommen die Alerts. Ich muss gerade nur ganz kurz mein GTA aufmachen. Ey, Bruder, Matt, hau 10 Subs raus. Wir sind nicht mal eine Minute live, Bruder, Herz. Du hast No Chill, kann es sein? No chill at all, Bruder. So. Wechseln wir Szene. Oder Matt, gell? Bing bong. Ich küsse deine Seele, Bro, wirklich. Ich küsse deine Seele, Bro. Ich kann nicht mal eine Sekunde in ihm gehen, ohne zu chillen. Hallo? Was geht? Ich bin im Haus, Bruder. Komm mal raus. Die könnten hier das zerstören. Okay. Ja. Was geht? Was ja. geht? Und Freddy war hier. Ich sollte dem Nummer geben und dann sollst du den anrufen. Wenn ich ruf den kurz an, warte kurz. Das Ding, Bro. Wir machen einen auf große Fresse, beleidigen die Leute dann und guck mal, wie wenig wir sind. Wir können heute so dermaßen fett in den Arsch gefickt werden. Ich sag dir, wie viele sind die denn? So viel aus, Mann. Bro, weil die sind circa bestimmt 15, 20 Mann. Ja, aber damit können wir halten, Bruder, wenn wir als erstes am Feld sind. Wenn es mehr sind, dann haben wir ein Problem. Wir haben in erster Linie auch einfach Glück, dass 99 und... Dass die raus sind, genau. Das ist ja das Ding. Ey, Jungs, meine Jungs kommen alle wieder noch, aber die... Ich reg mich halt über meine Jungs auf, weil hier keiner von meinen Jungs da ist. Oder ich könnte ja ein Buch darüber vorlesen. Warte kurz, wo habe ich das hingetan? Glaub mir das, ich würde gleich hier die ganze Bibel auspacken. Nein, das Ding ist einfach, ich frag meinen Jungs, seid ihr an den Drogentagen da? Die sagen ja und dann kommen die nicht. Mehrfeld annehmen, dann sagen die ja. Keiner da, weißt du? Und ich finde, an den Drogentagen ist immer der wichtigste Tag, wo jeder da sein sollte. Die sind aber immer an Tagen da, wo kein Drogentag ist. Und dann langweilen die sich in der Hut rum. Und danach kommen die am Drogentag auch nicht. Ja, wir sind 23 Mann. Es sind... Bruder, fühle ich. Ich bin ganz bei dir, Bruder. Sieben Mann hier. Wir sind auch zu 5 oder 6 hier, glaube ich, gerade. Eben. Das ist peinlich. Das ist, Bro, und das Ding, damit nutzlos. Kann man halt kein Feld bewirtschaften. Jungs, das wird noch. Guck mal, jetzt war Weihnachten, jetzt Neujahr, Bruder. Die Leute sind alle noch auf Drogen. Die müssen noch mal ein bisschen runterkommen. Warte noch ein paar Tage, ja, jetzt fängt sich an. Meine Jungs sind auch noch Urlaub teilweise. Weißt du, was ich meine? Die fliegen hier rum, Digga, fressen Ding. Kleine Bastarde gönnen sich, während wir hier Schlacht sind. Die Bastarde. Der eine ist Wilder Westen. Wo ist Tivo? Der ist ganz Tag im Wilden Westen, der Bastard. Ich fick den noch. Ja. Bro, das Ding ist halt, Mehrfeld könnte jetzt wieder beliebter sein, weil da diese... Weil diese 20% waren hier, ja. Aber das, egal, Bruder. Wenn wir das nicht haben, dann darf es keiner haben. Verstehst du, was ich meine? Da läuft ein... Ist es dieser Freddy? Bro, ich hab das Ding, die fahren zum Mehrfeld. Die bewirtschaften einfach jetzt das Mehrfeld alleine.
Wer? Ja, die, am besten, wir fahren da jetzt hin. Ja, wollen wir nicht mal vorbei. Ja, lass mich kurz einen noch anrufen, der kommt jetzt und danach fahren wir dahin. Auf mein Leben, wirklich. Schuld auf kurz mein Auto, Jungs, chill kurz. 367? Was ist denn? Ey, yo, was geht? Ey, yo, was geht? Hier ist Eis, Bro. Uncle T hat mir Bescheid gesagt, dass du unterwegs bist, Bro. Wo bist du? Ja, ich stehe gerade beim Benny's. Beim Benny's? Hast du ein Auto? Ja. Du weißt, wo unsere Hut ist, oder? Ja. Ja, fahr kurz rüber, Bro. Ich bin hier. Ja, ich komm vorbei. Bis gleich. Bis gleich. So, Chat, I'm sorry, dass ich das nicht aufgepasst habe. Matt, denke, ich küsse deine Seele, Bruder. Ich küsse deine Lunge, ich küsse alles, du weißt es. Will der Westen auch Baba? Nein! Die lassen uns hier im Stich, Junge. Was? Hype Train nähert sich? Nee, mach's mal weg. Gefragt. Und ich habe halt auf meine Leute gezählt und darauf wurde halt jetzt geschissen und keiner ist da. Das Problem ist, glaube ich, großteils einfach, es ist nach Weihnachten. Ja. Das ist, finde ich, glaube ich, das Großteil des Problems. Wird sich noch fangen, Bruder, wird sich noch fangen. Wird sich auf jeden Fall noch fangen. Die haben noch einen fetten Bauch, die sind zu faul zum Laufen. Genau, Bruder, die haben lange keine Nutte mehr gesehen. Jetzt müssen die einmal Ding Straße reinlaufen, weißt du, 50 Puffi ausgeben, sonst läuft doch nicht das Leben. Ein bisschen Depression nach Neujahr, nichts passiert, immer noch fett. Weißt du, was ich meine, Bruder? Muss warten, bis die sich wieder fangen, die Jungs. Ein paar sind halt bei uns halt komplett verhindert. Die dürfen, also besser gesagt, die können nicht kommen. Ja, bei mir sind auch noch Urlaub. Deren Flugticket wurde gecancelt. Ach, ja, einer wurde auch zurückgeschickt. Er darf bald wiederkommen. Der hat sich gedacht, auf gemütlich Weihnachten feiern bei Familie. Aber dann beim Raketenschießen anscheinend irgendwie sind die Wolken sehr grau geworden und jetzt keine Flugerlaubnis. Lass ihn abtören. Aber Jungs, dann lass uns doch, bevor wir hier um 8 Uhr nichts machen, dann lass uns doch zum Feld gehen, das einnehmen. Wer kommen will, soll abgeben. Wenn die kommen, ficken wir die. Und wenn die beim Feld sind, ficken wir die auch. Und selbst wenn wir die nicht richtig ficken, wir mucken die so an, bis das erstmal, solange wir das Feld nicht haben, darf es keiner haben. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Wir machen das einfach jetzt in Ruhe mit diesen Leuten. Ich würde eher sagen, dass wir den Verarbeitern einfach wegficken, da haben die mehr Probleme. Ja, wenn die da sind. Aber erstmal gucken wir Feld. Ich will eigentlich auf Meffeld fahren und dann halt wieder auf den Berg und erstmal ab. Ist gut, ich guck das, Freddy. Ja, ich mach das mal, ich komm gleich, Jungs. Was geht, Bro? Alles fit? Ja, normal, bei dir? Ja, kann ich klagen, langsam eingelebt hier. Pass auf, Bruder, jetzt bist du heute wirklich an einem besonderen Tag aufgetaucht. Heute ist nämlich Drogentag, mein Lieber. Uns gehört die Meth-Route, weißt du, Crystal Meth, kennst du? Zeug, was richtig ballert. Ich, ja. Und das Ding ist, hast du eine Waffe? Nein. Du hast keine Waffe? Nein. Oh shit, Bruder, du musst dir gleich auf jeden Fall mal eine Waffe holen. Das ist das Erste, was du machst beim Ammunition. Ja. Beeil dich mal am besten, weil und dann komm sofort wieder her, weil wir müssen gleich losfahren. Wir haben ein bisschen was vor. Du siehst, ein paar Leute sind da, wir sind im kleinen Krieg. Also Uncle T hat dich eigentlich direkt in den Krieg geschickt. Also wenn du dir das vorstellst, wo Uncle T damals von Vietnam-Geschichten erzählt hat, genau dahin hat er dich geschickt. Ach du heilige Scheiße. Jetzt mittendrin bist du gerade. Du bist gerade in Lebensgefahr eigentlich. Wenn du dich jetzt umdrehen würdest, könnte sein, dass du angeschossen wirst. Gerade aktuell. Holy shit, Digga. Deswegen geh jetzt schnell eine Waffe holen und komm wieder. Bis gleich. Ja, bis gleich. Müssen wir wieder auf den Berg da aufpassen. Letzte Mal waren. Also wenige sind wir auch nicht, Bruder. Der kommt jetzt auch noch gleich mit Waffe wieder. Aber das Wichtigste ist, lacht euch nicht wieder von dem Heli locken. Oh, was geht, Bruder? Jetzt habt ihr schon vermisst, ohne Witz. Kannst du gleich mal diesen Typen wieder anrufen und den beleidigen? Soll ich machen? Nein, machen wir schon. Jetzt machen wir nachdem wir die gefickt haben, Bruder. Weißt du, wir müssen auch noch Auto füllen, ne? Auto füllen? Ah, wir haben ja gar nichts vorbereitet. Ich bin dick zu spät gekommen heute. Ich muss jetzt auch noch schnell Auto füllen. Jungs, wir geben uns Zeit, wir tun jetzt nochmal kurz die Cars vorbereiten, wir haben keine Magazine mehr, mein Downloader ist leer. Meint ihr, die sind schon auf der Route oder was, die Leute, diese Mafia? Ich denke schon, dass sie da jetzt da am Meth-Feld sind und denken, die können da schön ihr Pseudodephedrin machen und da ihre Kohle, ne, und ihren Profit daraus bewirtschaften, aber nee, das können die nicht mit uns machen. Ich glaube auch nicht, aber guck mal, 99 sind raus, 64 sind raus. Dann waren die doch noch alleine, die Sombra oder Sombra, genau, was weiß ich. Genau. Aber wenn die alleine sind, okay, dann sollen die 15 Mann sein, 15 Idioten, Bruder, die auf irgendwelchen Dächern chillen in einem Kreisel-Neubaugebiet, Bruder, was sollen die uns machen?
machen wir das jetzt wirklich mit Struktur, Planung und Koordinierung? Können wir das jetzt so, wie wir sind, das schaffen? Weißt du was? Ja, ja. Also ihr müsst euch noch eure Autos fallen machen auch, oder was? Nein, nein, hier nicht. Da machen wir das kurz. Ja. Lia, mein Auto ist noch voll, aber Matthews will irgendwas. Ich fahr kurz zu denen da. Ja, das ist das Wichtigste. Okay. Und, dann, ja, lass doch, 74 ist eigentlich besser, weil da ist ein Shop, da ist ein ATM und da ist direkt das Ammunition. 74, sagst du? Ja, 74. Ich könnte mal die Karte abchecken. Ist ein bisschen östlich. Ja, okay. Da diese Tatavian Mountains, ja, oder wie die Scheiße heißt, okay. Da ist halt der Ammunition und der Shop. Ja, das kenne ich noch. Da, wo wir diese Schießerei hatten. Kenn ich auch noch. Irgendwie. Okay, 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 dann machen wir das so. Warte, ich überlege euch noch, was, wie viel Autos brauchen wir? Was, wir haben den U. Ja, Jungs, meine Jungs, kommt mal ganz kurz zur Seite. Ich muss mal ein bisschen einen Plan hier machen, meinen Kopf kurz. Wir sind ja gar nicht so wenige. Der Cheese hat geschrieben, der kommt da jetzt auch gleich. Geht doch sogar heute, geht doch. Okay, also 4, 2, also der Urus kommt, dann kommt von Freddy der RS6. Müsste eigentlich passen mit RS6 und Urus, oder? Erfragen, oder was? Ja. Der ist jetzt gleich da, der holt sich nur eine Waffe. Ich hab gar keine Strap. Warum hast du keine Strap, Bro? Hab die schon wieder abgegeben von gestern. Ich hab doch gesagt, behalt die bis zum Krieg, Bro. Ja, was ist denn das so? Musst du dir eine neu holen? Hast du Geld dafür? Ich hab gar kein Geld. Ich hab $24 auf Konto. Alle Jungs. Hat sonst noch jemand keine Strap? Marcello, Bruder, wir fahren jetzt schon mal zu 74. Ne, merkt ihr den Ort? 74. Ja, ich komm da hin. Warte, ich hab alles. Alles gut. Okay, dann warte einen Moment. Ja, wartet kurz. Also, du hast jetzt eine Waffe, ja? Ich hab eine, ja. Okay, pass auf, folgender Plan. Wir gehen jetzt erstmal zu so einem Ammunition und so einem. Ich komm wieder zur so einem Shop. Wir machen ein paar Verbandskästen und unsere Autos, ein paar Reparaturkästen. Ja, da vorne die Jungs, die kommen mal kurz, stell dich mal kurz vor. Sind noch nicht alle da heute, aber. Jungs, das ist Freddy. Uncle T hat ihn auch geschickt zur Hilfe, das ist anscheinend ein guter Mann. Deswegen seid nett zu ihm, sonst beißt euch euer Ohr ab. Ich hab gehört, Mike Tyson war sein Cousin. Nee, also wir fahren jetzt da hoch, Jungs. Wir machen die Autos voll. Wir fahren 47, wenn. Wie machen wir es mit Autos? Ihr seid 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich glaube, wir holen noch ein drittes Auto für Cheese und Ding. Damit wir nicht alle in einem Auto sind, wenn der Fahrer weg ist, ist nämlich Schluss. Okay, genau. Amar, du fährst mit Freddy mit, weil damit Freddy fährt. Okay. Auch ungern. Du kannst ihn ja gerne Fragen beantworten, wenn er irgendwelche Fragen hat, warum wir so Psychopathen oder so sind. Du weißt ja warum. Hast deinen Fragenkatalog vorbereitet. Jordan, du fährst auch damit. Okay. Doch, Jordan, Caesar, ihr fährt auch mit Freddy mit und dann der Rest fährt mit mir mit und wir holen Cheese ab, wenn er wiederkommt. Ja. Habe ich irgendwas gerade falsch gerechnet? Nee. Setzt euch mal bitte so in die Autos, damit ich weiß, wegen meinem Kopf gerade. Ja. Ich bin da bei der 74, wo seid ihr? Komm. Ah, und gebt mal Warte, Freddy Jungs. Funk, Jungs. Sagt ihr mal den richtigen Funkkanal. Ja, 257. Gehen wir 257 oder unser? Wir gehen 257 alle. Bang bang. Heute wird nicht so viel gelabert. Heute wird gebellet. Verstehst du, was das heißt? Ja, aber nicht gelabert. Bing bang. Bing bang. Was für ein Ding? Bing bang. Er fragt, was für ein Ding. Da was für ein Ding zu Bing Bong gesagt? Was für ein Ding? Bing Bong! So ein Ding. Wer macht die ganze Zeit dieses Bing Bong? Unnötig, Jungs. Wer ist das? Marcello. Ich mach das. Eis. Tschüss. Jetzt ist es nicht mehr unnötig auf einmal. Auf einmal. Ja, Bruder. Platter. Okay,
Also Caesar, pass auf, du erklärst jetzt gleich Freddy, wer Mörderboys sind, warum wir mit denen zusammenarbeiten, wie das hier funktioniert. Ja. Und wenn Action geht, ich habe gerade keine Zeit, Bandana zu holen, Bruder. Er muss jetzt irgendwie einen Trick machen, dass wir wissen, dass er es ist. Oberteil ausziehen oder drei Backflips oder so, überleg dir was, keine Ahnung. Okay, aber erklär ihm alles, okay? Dann einfach groß ausziehen. Perfekt, danke dir. Sag ihm das mal. Jungs. Okay, ey Jungs, jeder von euch holt jetzt ein Ding, Reparaturkit und ein Medikit und macht Kofferraum rein. Dann macht das in Ding rein und holt dir selber eins auf Hand. Ein richtiger Hurensohn. Alles Bruder, kannst du mir auch ein Medikit kaufen? Ja. Bruder, hol doch Munition damit. Oh, ja. Hier, hast du mir kein Geld, wer hat das Geld gekriegt? Der Urus ist. Hast du das Geld bekommen, Sticky? Ja. Du hast mich gefickt wieder. Zack, perfekt. Sieht doch gut aus. Ey, ich weiß gar nicht mehr, welcher Urus wem gehört. Eine ist matt, der andere glänzt. Ja, das stimmt, das ist unser, der Glanz. Von meinen Jungs, Mörderboys, tut mal noch ein paar Sachen in den Jugula rein. Jungs, schaut ja auch alle in den Metzger dabei. Soll ich mitnehmen? Fahrt mal bitte mit den beiden. Ja, Medikit. Werkzeugkasten immer ein und dann in den Kofferraum reinlegen bei dir. Ich hab jetzt zwei Medikits und. Ja, Werkzeug. Ich, okay, ich mach das. Ey, Bruder, mach chill, das reicht. Okay, steig da. Okay. Bei mir im Urus ist noch ein Blatt. Okay, hier müssen noch Reparaturkassen rein, Jungs. Macht ihr auch noch welche rein? Ja, Fatih, Viererbesetzung. Ja, man schon wir sind jetzt zu dritt und einer Vierer. Sollen wir noch einen, sollen wir aufteilen, meinst du? Ihr könnt einen bei mir rein, so viele rein. Ich fahr nämlich nur zu zweit gerade. Ah, nee, achso, wir haben auch einen Dreier, Bruder. Alles cool, ich fahr zu weit. Schon mal zwei Magazine reingeschickt, ne? Jo. Okay, Freddy, ich würde das ehrlich gesagt sogar viel ruhiger mit dir machen und du weißt wie alles, aber der Tag, Timing ist. Ja, ich hab jetzt kein Flag und kein Nix, ne? Soll ich irgendwie. Kein Plan. Immer dein Oberteil oder so. Okay, warte. Ey, Jungs, keiner schießt auf jemanden mit grünen Air Force, okay? Ah, ne, du hast gar keine Air Force. Nein, mit grünen Jordans, Jungs. Dunks oder so, oder Jordans. Digga. Ey, Alter, ja, mach das einfach so, bei der Schießerei ziehen wir T-Shirt aus, ha? Einfach Ding Homo Club aus dem Nix, Digga. Oder pass auf, ich dein Part. Ja, ich mein's ja Ding. Nicht böse oder so. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Ja, hast schon recht, Bruder. Aber ich bin Gangstripper, Bruder. Hü, gibt gut Geld. Okay, Jungs, also Freddy, mach dich einfach bereit, Bruder, heute geht viel Action. Nächstes Mal machen wir das ruhiger. Vielleicht machen wir auch danach diese ganze Einführung und so, aber denk jetzt einfach dran, wenn jemand hässlich aussieht, dann schieß ihn in sein Gesicht. Okay. Wenn die so dazugehören, wenn die so aussehen, Mafia-Leute, schießt auch in sein Gesicht, außer die haben Kuliakan, die haben so eine beige Maske an, dann renn um dein Leben. Okay. Wenn die so kamen, und ja, wenn die. Haben, ja, keine Ahnung, baller einfach alles weg, was du auf diesem Feld siehst, was nicht zu uns gehört. Du siehst grüne Flex, lila eine Flex, weil Mörderboys tragen lila. Oh, okay, na gut. Das ist ja einfach erklärt. Einfach 1 und 1 geht relativ schnell, auf geht's. Also hat jeder jetzt eine Waffe? Du hast keine, gell? Wer schießt und dann schieß ich da einfach mit drauf. Soll ich noch ein paar Clips kaufen, oder? Ja, mach mal ein paar Clips noch in die Autos, Jungs. Ihr könnt auch ruhig mit dem Auto vorfahren. Jordan, komm mal her. Ich bin broke, Mann. Also 6 müssen in den Kofferraum. Du hast kein Geld, ja? Mhm. Ja, Bro. Er muss sofort 1400 Dollar Rechnung bezahlen. Jo. Weil ich Mike, soll mal wieder fahren. Bei mir einsteigen. Hier, Bro. Und vergiss nicht zu tanken an CJFUs. Na, okay, easy. Soll ich mich schnell einkaufen, ja? Ja, mach schnell. Gerechnet, wir sind eigentlich 22 Mann. Weißt du, was ich meine? Das fuckt einfach nichts ab. Es fuckt so. Bro, keine Ahnung. Auf dem Feld sind drei Leute, die arbeiten. Aber kein Sobreo-Kartell oder Supreme-Kartell. Die sind da nicht bisher. Ja, normal. Sag dem mal, der soll
weiter schauen auf den Berg und so, die warten safe. Warte, da sind jetzt Leute. Waren wir nicht eben zu viert? Ja, wir waren ziemlich viel so. Arbeiten Leute, ja, aber keiner ist von Preo-Kartell oder so. Ja, dann fahren wir später alle zusammen drauf und kontrollieren, wer die sind und nehmen auch Geld. So, kurz voll tanken. Wir hören der Skyline da. Auf dem Berg ist auch ein. Seid ihr, wenn man fragen darf? Wer bist du? Ich bin Blanka. CGF. Blanka? CGF, ah, okay, cool. Ja, Merfeld, ne? Ja. Ah, perfekt, ja, alles gut. Nee, ist jemanden? Nee, alles gut, weil wir haben gehört, hier sind ein Auto, dann checken wir uns nicht ab. In der alles klar. Perfekt. Ja, easy, Jungs. Viel Erfolg. Alles gut. 100% der gehörte zu dem Mann. Ich glaube nicht. Denen gehört das Feld hier in der Nähe, Bro. Die, klar denken die, was geht hier ab, wenn wir sind. Das wäre mies dumm, das wäre dumm, das wäre wirklich dumm. Wir fahren entweder alle oder gar nicht, weil sonst ist die Hälfte weg. Okay, ist jeder jetzt geladen? Ja. Wer saß denn bei uns noch drin? Ne, wir waren zu dritt, Merkt euch die Autos, die wir fahren, ha? Ja, merkt euch auch die Sitze, wo ihr drin seid. Okay, machen wir uns auf den Weg, Jungs, oder was? Yes, sir. Ja. Was für ein Auto? Komodo, oder? Einer von uns hat keine Flag dabei, hat aber grüne Jordan 1er, ja? Nicht auf den schießen, Jungs. We finna fuck their mama, bro. Ja, der hat weiße Haare, der soll seine Mütze ausziehen. Hey, Jungs, diese Autos müssen echt reichen. Ich weiß gar nicht, wie wir am besten krass Handy rausfahren, oder? Ah, doch. Soll ich markieren? Ja, ich weiß wieder alles gut, aber kannst gerne markieren. Wenn es einen schnelleren Weg gibt. Wir fahren zum Feld. Das letzte Mal, wir sind wie Navy Seals angekommen. Von hinten. Hat's was gebracht? Wir wurden krass. Ja, es geht, Jäger. Es waren so viele Leute. Wir waren zu 8 oder zu 7. Waren locker 50 Mann. Oha! Ja, 50, ja, aber oha. So 20, 25 locker so. Ja, ja. Auf einmal die Arbeiter drehen sich um, rennen alle auf uns zu. Die Arbeiter? Ja, ja. Das waren wahrscheinlich denen ihre Arbeiter. So, auch hier von der Gang. Ja, ich fahr langsamer, sag mal, wie du Anschluss hast. Ja, ich hab so Anschluss, ich komm schnell, weil ich hier würde ich mies aufpassen. Vielleicht chillen die irgendwo in irgendwelchen Ecken. Hey Malcolm, zieh mal Dings. Sehr viele Flüge, ha? Ey Bro, bitte Vince, funk nicht. Mach nur, es fehlt nur noch eins, Marcello und ich. Wer ist das, der gerade gefunkt hat? Deren Second OG oder wie das heißt. Ey, wir fahren genauso wie letztes Mal über diese Gleisen hoch. Und dann auf den Berg. Das war ein guter Angriff. Ich würde aber dann nicht da stehen bleiben, sondern ein bisschen weiterfahren. Können wir machen. Hier hoch zu fahren, Bruder, immer. Ich krieg schwitzige Hände, ohne Witz. Ich muss schon mal süß rein. Solltet ihr denn irgendwie auflichten? Wir sind alle hier? Hier. Lass Feld einnehmen, oder? Fahrt alles erstmal ab, nicht aussteigen. Erstmal alles abfahren, ob da irgendwo jemand steht. Okay, Bro. Da sind Arbeiter auf dem Feld. Ey, macht mal Licht aus. Dann. Einzigen Arbeiter, der. Der Arbeiter ist weggelaufen. Ich weiß nicht, wo sie sich da versteckt. Da ist er. Ja, guck mal, die Trailerparks frei. Ja, da sind da zum Arbeiter. Jungs, wir müssen am Feld hier bleiben. Ich hab mega Hunger, ich muss kurz mal schlafen gehen. Hat er gesagt? Ich muss schlafen gehen. Sieht schlecht aus. Soll ich mein ein Auto bitte auf den Berg da oben hinstellen, wo wir letztens die Schießerei gewonnen haben? Dein Geld weg. Ey, wer ist der Arbeiter? Wir wollen uns heute so das Geld von dieser Route verteilen. Ich meine es ernst, Bruder. Wenn dann noch, also wenn die gleich nicht kommen, würde ich sogar mit meinem Molo nochmal hochfahren, ne?
Aber dann kommen die später, Bruder, das wäre echt scheiße. Ja, dann ist scheiße halt, ne? Mit Mörderbeiß mal über Methfeld. So, Sekunde. Der Arbeiter dachte sich bestimmt auch keiner da schnapp. Dachte der sich wirklich. Gegen wen Krieg? Wegen Sombra-Kartell und keine Ahnung, deren Verbündeten. Ich glaube, wir müssen morgen echt mal ein bisschen Promo machen. Ja, wir müssen das Feld erstmal festigen und dann können wir damit Geld verdienen. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ihr wartet kurz, ich muss ganz kurz mal das Hub-Goal hochstellen, merke ich gerade, Digga, weil ihr seid einfach zu verrückt für mich. Es geht immer viel zu schnell. Ich bin wieder weg. Liam, kennst du einen Little P von 66? Wenn nicht, ruf mal Sammy an. Ja, ja, der arbeitet hier gerade. Der gibt uns nach der Tour, warte, Eis, wie viel sollen wir denn abknöpfen? Ich weiß nicht. 5 Riesen, wie immer. 5 Riesen, okay. Jetzt wirklich hier am Meffeld stehen? Ne, ich würde weiterfahren. Ich würde auch weiterfahren. Alle Autos hier? Yeah, right, let's go. Lass mal zum Verkäufer gehen. Verarbeiter, weil da ist vorne eine Mule hier weggefahren. Verarbeiter lieber erstmal. Was du vorhast. Schreibt euch bitte die Namen auf, damit wir die auch später bitte zu den Gruppen zuordnen. Ja, habt doch die Liste noch, oder? Ja, hab ich gemacht. Jungs, fahrt ihr mal kurz vor, ich will ganz kurz zum Verarbeiter, ich will beim Verkäufer kurz gucken, ob da jemand hingeht. Oder ob da jemand wartet. Verarbeiter navigieren oder kennst du den Weg? Er kennt den Weg. Warum sind die uns hinterher gefahren? Ü, was hat denn der Urus gemacht? Ist er flöten gegangen? Er ist kurz auf zwei Reifen wenn gefahren. Du in der Stadt bestimmt unterwegs sein, warte mal, was ist jetzt die Mission? Wollen wir das... Ey Marcello, willst du das Feld heute verteidigen und damit Geld machen oder willst du die Leute suchen und die jagen? Ich würde die ficken, ganz ehrlich. Ich will wirklich, das habe ich dir auch letztens schon gesagt. Ich weiß, Geld ist mies wichtig, aber wichtiger ist, dass wir dieses Feld so in der Hand haben, dass kein Motherfucker mehr vorbeisehen. Dass das eine Festung wird und das müssen wir erstmal noch wenigstens ein bisschen so schaffen, weil momentan fühlt sich da niemand sicher drauf, nicht mal wir. Wenn du meinst, Bro, ich weiß nicht, wie lange wir das mitmachen können mit Krieg, ohne Geld zu verdienen, ja? Das muss dann schnell vorübergehen. Aber neue Arbeiter werden... Ich schwöre, Vince, du hast Funkverbot. Ich hab dir eben gesagt, du funkst nicht. Nur Marcello, ich und Eis. Deine Meinung zählt sich erstmal gerade nicht. Dame, Junge. Dings, überdenke, Eis, also, wenn wir einmal gescheppert werden, die meisten haben keine Kohle für zweite Waffe, ne? Ich weiß, Bruder. Dame, Junge, ohne Witz. Ich weiß nicht, wie lange wir den Klima machen können, aber einen Tag sind wir noch dabei auf jeden Fall. Also heute können wir es, glaube ich, noch durchziehen. So, sonst müssen wir wirklich Geld verdienen. Theoretisch können wir auch bei denen heute auch einen Hut einmarschieren, ne? Vielleicht nehmen wir auch von denen einfach Geld. Wen? Von Mörderboys? Nee, von den Mafia-Leuten. Einige, wir konnten mal Geld von vornehmen. Was sind, gibt's die eigentlich noch oder sind die jetzt komplett weg? Wen meinst du? 64? Ja. Die gibt's noch, die wollen anscheinend bezahlen. Echt? Korrekt. Wie hoch sind die Zinsen? Aktien? Aktien sind bestimmt gestiegen, oder? Ja, 10 Riesen habe ich erstmal gesagt. Mal gucken, wann die das uns geben. Also müssen die sich bald freikaufen. Jungs, lasst nicht aus, als würde die Kolonne fahren. Nutzt auf die zweite Spur.
Ja, vor uns sind Cops, Jungs, macht nicht so auffällig. Oh ja, doch dick falsch gefahren. So direkt die zweite Verarbeiter gucken. Vorbeifahren. Ja, können die machen. Erste Verarbeiter ist tot, Jungs. Heute ist das, glaube ich. Oh, Dom, was geht, Bro? Wir sind jetzt gleich beim ersten Verarbeiter, Jungs. 22 Monate, Bro, ich küsse deine Seele, Bro. Der erste Verarbeiter ist tot, Bro, waren wir gerade. Nein, nein. Wir waren beim zweiten Verarbeiter. Der zweite Verarbeiter, 03 Downtown-Baustelle. Achso, ja, dann warten wir bei der zweiten. You hear me? Lass mal wieder alle sammeln, ha? Seid ihr beim zweiten Verarbeiter? Ne, wir fahren jetzt zum ersten Verarbeiter. Der zweite ist bei 03 Downtown Eis, da waren wir gerade. Du hast gerade den Verarbeiter verwechselt. Achso, ja, dann hab ich dich verwechselt. Also beim ersten ist noch niemand? Beim ersten steht eine LKW. Wenn nicht, gucken wir gleich bei den Wichsern höchstpersönlich vorbei. Beim ersten Verarbeiter ist nur eine Mode. Ja, ja, dann kontrolliert er ihn und fragt, von wem er ist, ATPL. Jungs, ich weiß, niemand anders soll smoken, aber ich habe kurz vielleicht eine Idee. Wie wäre es, wenn einer sich ein Bike schnappt und kurz da bei denen auf den Berg schaut, ob die dort sind? Ein paar laufende Dollarscheine, Mann. Warum funkt der jetzt dazwischen? Hat Stabilität, Bro. Oh, die haben das Loch repariert! Krass, endlich, 15 Jahre später. 15 Jahre später. Ich habe noch nie gesehen, dass da kein Loch ist. Ich habe noch nie gesehen, dass da kein Loch ist, Bruder. Ich wusste nicht mal, dass da ein Loch ist. Hey, Jungs, sag mal, denn für Arbeiter hier so ein BMW M5 weiß-gelb. Ein Typ mit einem schwarzen Anzug drin. Wo denn? Den Verarbeiter wieder hoch Richtung zweiten, die Straße an der Maze Bank Arena. Wir sind Maze Bank Arena. Wo hochfahren, du Trottel? Ja, wie geht's? Das ist ein OG. Ja, das ist weg, Bruder. Den hätte ich auch keinen Respekt. Was geht ab, Snoopy? Wer war das jetzt am ersten Verarbeiter? Wer? Also am ersten Verarbeiter war nichts auf der Mode. Jungs, lasst mal Casino treffen, alle zusammen. Warum denn Casino? Das fällt irgendwie nicht, ich weiß nicht wieso. Als ob der zu unserer Verarbeiter fährt, ne? Ich hab keinen Auftrag, keine Info von wann der Auftrag ist, können wir euch ja nicht abnehmen. Alles gut. Ist alles gut, dass ihr hier zuhört hier. Okay, alles klar. Hast du den Molo gerade gesehen? Ey, der blaue Urus verhalten sich bitte normal, wenn da Cops langfahren, bitte. Bitte? Sind Cops unter uns? Nee, aber da ist ein Molerad und Verarbeiter reingefahren. Bist du jetzt, Marcello? Ja? Weißt du, seid ihr? Ja, 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 ich hab gerade vor Cops weg. Lass dich einfach kontrollieren, Bruder, da wird nichts passieren, ha? Ja, kriegen wir schon hin. Führerschein heißt? Was hast du gesagt, Bro? Du einen Führerschein hast? Nein, hab ich nicht, das Problem. Kommt dann alle einfach gleich ins Casino. Beim Schlimmsten, weil wenn die uns anhalten, packen wir die Knarren in den Dings rein. Du bist besser gesagt der Taxi-Unternehmen gegenüber von uns. Wo ist das Polizeiauto? Sehe ich nicht mehr. Langsam. Wir kurz an der Straße einfach alle zusammen und dann fahren wir im Mirror Park ab. Ja, ich komme ins Casino-Parkplatz.
Nein, die sind weg. Gut. Stecken die sich oder was? Ich weiß nicht, werden wir gleich herausfinden. Scheiß drauf, wir warten jetzt hier auf die anderen zwei Autos. Jetzt willst du ein bisschen Gummibärchen? Safe, Bruder, gib mal ein paar. Saure Drachenzunge, magst du die? Ja, ja. Boah, Bruder, ich komm gleich wirklich. Ich mein's ernst, wie letztes Mal, mit Feuerzeug. Aber 3 Uhr, Bro. Ja, 3 Uhr komm ich wirklich, Bruder. Hast du Tabak? Nee, du rauchst keine Zigaretten, oder? Ich hab normale Tabak. Ja? Ah, oder meinst du, für diese Shisha, Misha? Nein, nein. Hast du? Ja, ich komm wirklich vorbei, Bruder. Wir fliegen noch, ja? Aber reicht bestimmt für einen. Wir sind bei uns. Locker, locker. Locker. Feuerzeug hab ich auch. Optimal, Bruder. Hab ich auch jetzt wegen dir. Ui, ui, ui. Direkt geblitzt. Er wird gleich gegangen, was ich sehe. Du hast gute Augen, mein Lieber. Ja, alles gut, wird schon. Ja, die sind alle irgendwie am Casino. Ja, wir fahren da gerade hin, aber hier sind Blitzer des Grauens, Bruder. Ich wurde gerade schon geblitzt wieder. Diese Blitzer faken. Also, beziehungsweise uns. Ja, Mann. Ist zwar nicht viel, so 70 Dollar, 140 Dollar, aber so auf Dauer so. Einfach, du hast so Cops ab, Digga. Hast schon direkt 1K weg. Ich glaube, alle sind da, oder? Ja, ja. Ja, dann lass einfach. Ey, Eis, Bruder. Ja. Wir können rein theoretisch die Hut stürmen, ne? Können wir, ja. Ja, dann lass es kommen. Wie können wir? Bis straight reinfahren, oder was? Ja, können wir machen. Eis fahren bitte nicht als Erster. Ja, mach's auch nicht. Lass erstmal einmal kurz dran vorbeifahren, Jungs. Ja, ich würde erstmal checken, auf welche Dächer die chillen. Wenn ihr andere Kreise fahren, von dort aus abchecken. Oder wollen wir auf den Berg, wo wir gestern waren oder vorgestern mit Handy gucken? Ja, können wir machen, ja. Wollen wir nicht vom zweiten Kreisel aus rüber gucken? Ja. Warte, die anderen Autos. Zwei Autos von hier, die anderen Autos von der anderen Seite. Ich guck jetzt kurz. Machen wir. Okay, sind die vom Berg ready? Ja, lass reinfallen, Jungs. Auf dem Berg ist, auf den Bächern ist niemand. Wir kommen jetzt auch runter. Mach das. Das Schild mitnehmen? Lass jemand anderen vor. Seid ihr da drin am Rumrennen? Ja. Keiner zu Hause oder was? Die sind vorhin mit dem Heli rumgeflogen, die Kleinen. Ey, den Supra hab ich glaub letztens Garten geklaut. Auch alles, gar nicht. War das von denen hier? Glaub. Mal ganz kurz an mein Handy SMS schreiben, ja? Ja, ja, den Supra hab ich letztens geklaut gehabt. Das ist aber die Reichhut, oder? Das ist nice. Mafia, Bruder, die heilige Mafia des Grauens, Alter. Aber wir sind auch, wir waren alle Lamborghini und RS6. Kennst du diese Mikado-Sticks? Ich hab kein Abendessen, gestern auch kein Mittagessen. Ich esse nur Mikado-Sticks, Jungs. Verrückt. Ja, keine Ahnung, vielleicht verstecken die sich. Ich weiß nicht. Ich glaub, die suchen. Links, da ist ein Auto, hast du gesehen? Gehört das zu uns? Haben die gleiche. War der Urus da unten, der zurückgefahren ist von uns? Der Schwarze? Ja. Ich wollte sagen. Es ist auch möglich, dass die rumfahren und da aufrufen, Mann. Welche Mikado-Sticks? Kennst du nicht? Geh einmal Mikado ein, Bro, dann kommen so Sticks. Schoko-Sticks. Was ist das hinter uns? Das sind uns, ja, das sind uns.
Jungs, dann bezahlt der Verkäufer kurz. Weil die erste Route wird jetzt wahrscheinlich abgegeben. Ja, safe, let's go. Einer muss vorfahren, keine Ahnung, wo der Verkäufer ist. Fahr erstmal aus, Highway, ich bin schon fast da. Wipers für Feld? Wieso? Wipers für Feld? Weiß ich gar nicht, Bro. Muss schon mal nachgucken. Ich glaube, die haben voll viele Mitarbeiter. Ja, mit deinem OPA. Nee, das ist der Van Dix. Also von Dix, Wipers. Bro, wenn die heute nicht sind, dann sollst du schnell alle noch mal eine Tour machen. Moment, ich muss nicht die Sage nehmen. Besonders. Ey, mach Pistole rein, mach. Nein, Bro, die machen Checkpoints, die versuchen die Leute. Hallo, Officer, mein Motor ist kaputt. Drogen machen. Hier hast du den für Reparaturkit, Bro. Ich will nur meinen Motor reparieren, ist alles okay? Okay. Fahren Sie danach weiter geradeaus, bitte. Ja, machen wir. Hast du noch Medikit, Bro? Ja, brauchst du. Nur mal aus Kofferraum. Digga, mach deine Waffe in Kofferraum, Bro. Was machst du da hinten? Ach, Mann, ich hab. Boah, warum hast du geschlafen? Mach jetzt in ein Handschuhfach. Ja, ist. Geht nicht, Digga. Gib die Ding. Gib mir. Mach dann sofort Handschuhfach. Ja, es geht nicht. Wegen Max. Cool. Warte, ich nehme meinen Mac raus. Jungs, einer von euch muss fahren, ich habe keinen Führerschein. Hast du schon Führerschein, Jordan? Du musst zwei rausnehmen, Digga. Der Uwe muss dann bitte auf den Parkplatz fahren. Ja, machen wir. Ey, Jordan, hast du Führerschein? Nein. Du bist Fahrer. Check aus, du bist Fahrer. Hallo. Schönen guten Tag. Könnte ich einmal Ihren Führerschein, Personalausweis sehen? Ja, safe. Können Sie sehen, aber die nehmen Sie am besten vom Fahrer. Aber hier können Sie von mir aus sehen. Guten Abend, sag mal, kommen Sie einmal zu mir? Ja, Jungs, ich glaube, die verstecken sich einfach. Sag ich euch ehrlich. Ruf einer mal den Kopf von denen aus. Ja? Ja? Ich hab die Nummer nicht mehr. Hab ich doch gerade. Hier. Sehen Sie nicht? Bone, haben Sie irgendwas bekommen? Okay. Nein? Gut. Warte, ich komm nochmal näher. Fabian ist da, Fabian ist nicht da, aber Wien ist da. Gut, ja. Das wird anscheinend nichts. Ich würde mir tatsächlich das mir mal selber anschauen. An sich ja, ist der Sprecher in der Sperrzone. Der Herr? Ja. Schauen Sie sich selber an. Soll ich Hände hochmachen? Wollen Sie kontrollieren? Hände wollen Sie nicht hochmachen. Okay, schauen Sie sich das an. Rechte oder linke Tasche? Rechte. Ist alles gut bei Ihnen? Also gibt es hier Stress oder ist nur normale Straßenkontrolle? Nein, der flüchtet dann nur hinterherfahren. Können wir vielleicht einen Meter zur Seite gehen, so laut hier? Jo, ja, ciao. Wer? Ja, einen Moment. Sie ist da. Kann ich mir hast du den Personalausweis bekommen? Dean Coleman. Mhm. Also, Herr Coleman, wir haben ein kleines Problemchen. Was denn? Sie haben keinen Führerschein. Ich war auch nicht der Fahrer. Herr Coleman, ich habe gesehen, dass Sie von der Fahrerseite aus ausgestiegen sind. Ja, das habe ich auch gesehen. Ich bin nur rübergeslidet. Ohne Witz. Ich fahre doch kein Urus ohne Führerschein, ich würde mich behindern. Ich würde doch gegen die Wand fahren direkt, du weißt, wie schnell die Karre ist. Sie würden allgemein kein Auto ohne Führerschein fahren. Ja, okay, doch, manchmal vielleicht schon. So in Afrika bei meiner Familie auf dem Bauernhof, wissen Sie, was ich meine. Aber nicht mit, also Traktor auf Privatgelände natürlich. Was anderes. Gut. Trotzdem sind sie ohne Führerschein gefahren. Ich bin nur rübergestellt, ich bin nicht gefahren. Der Mann hat sie doch gesehen, wie sie auf Fahrersitz waren, während sie hier reingefahren sind. Wen beleidigt? Nee, hat niemand beleidigt. Die Frage war, ob sie sich ihn gerade indirekt selbst beleidigt haben. Warum? Ja, weil sie gesagt haben, dass sie nicht so doof wären und oder so dumm wären. Ja, so doof wäre ich auf jeden Fall nicht. Habe ich auch nicht gemacht. Ich lasse mich immer zu dem rüber. Na ja, gut, aber zwei Kollegen haben es ja gesehen, ne? Wie ich ausgestiegen bin? Ich bin nur rübergeslidet. Genau. Als das Fahrzeug sich bewegt hat. Ach man, ey. Ohne Witz. Aufgeflogen.
Was muss ich denn jetzt machen, lieber Officer? Also sie kriegen theoretisch eigentlich nur die Strafe, dass sie ohne Führerschein gefahren sind. Wie hoch ist diese Strafe? Haben Sie, hat schon jemand in die Akte geschaut von dem Herrn? Fahren ohne Ich kann Ihnen sagen, was da drin ist. $150 müssen das sein. Ja, genau. Ich bin einmal in Knast gewesen. Nach Verfolgungsjagd. Ja, da saß ich im Auto und es war eine Verfolgungsjagd. Wo bin ich halt als Mittäter in Knast gegangen. Okay. Alles klar. Der Herr, komm. Ich soll mit Ihnen kommen? Ich gebe Ihnen jetzt die Strafe. Kommen Sie, ich weiß doch, Sie sehen doch selber nicht aus, wenn Sie von hier sind. Sie fahren doch selber bestimmt mal so Traktor in Türkei oder so. Seien Sie mal ehrlich. Ja, der Herr, aber das Ding ist, wir sind jetzt nicht in der Türkei und es geht jetzt auch nicht um Traktor, ja? Wer sagt das denn? Haben Sie mal gesehen, wie viele Türken hier rumlaufen? Nee, ehrlich gesagt nicht, nein. Müssen wir mal fragen, wie viel Cem und Murat und so hier rumlaufen, ohne Witz. Echt? Also, ich habe bis jetzt nicht einen getroffen. Wie lange sind Sie hier im Dienst? Seit über 4 Wochen. Ich glaube, dass bei uns im Auto einer Kopfschmerzen hat. Diese Mike ist weg. Der ist hier gerade auf einmal, boom. Also können Sie vielleicht von der Strafe runtergehen, weil ich so nett war? Also Verwarnung? Verwarnung? Also, ehrlich gesagt, $350 ist wirklich nicht viel. Ich bin arm, Mann. Ja, was soll ich jetzt machen? Okay, sorry. Also Sie fahren ohne Führerschein und ich soll sagen, ja, ist okay, kein Problem. Nächstes Mal nicht. Warum steigt er in mein Auto rein? Wie gesagt, das ist ein Checkpoint und hier werden die Fahrzeuge kontrolliert. Ach du heiliger Scheiße. So, hier ist einmal. Okay, vielen Dank. Bitteschön. Darf ich weiterfahren? Ich guck mal eben, was mit den anderen Kollegen ist. Alles klar. Dann können Sie gleich weiterfahren. Komm, das Auto weg. Bro, hast du irgendwas dabei? Ja, der hat mich schon besucht. Hat er das abgenommen? Ja. Der hat sie schon abgenommen. Oder als ich gesagt habe, ich repariere das Auto, warum bist du nicht ausgestiegen? Muss ich dir das alles beibringen? Sie dürfen gerne weiterfahren. Okay, dann auf geht's. Ja, aber Sie fahren nicht. Hä, der gehört doch zu mir. Ja, ja, aber Sie fahren nicht das Auto. Er fährt. Ja, okay. Dann ist in Ordnung. Alles klar, du fährst, Bro. Ja. Was? Links ist noch nicht da. Willkommen. Warte mal kurz auf den. Ey Bruderherz, ich hoffe, die haben nicht die Waffen aus dem Kofferraum rausgenommen. Aus dem Handschuhfach. Ich glaub nicht. Da waren gar keine drin, oder? Nee. Ich, sonst hätte ich ja, ja. Oder als ich gesagt habe, hol mir mal ein Medikit raus. Worauf hast du gewartet? Ich dachte, du meinst das so, wie du es gesagt hast, Mann. Oder? Wenn ich dir die Chance gebe, auszusteigen und das Auto voll zu machen, dann mach das, Bruder. Worauf wartest du? Bro, ich bin miese Polizeikontrolle gerade drin. Ach so, Eis ist gerade Polizeikontrolle, okay. Komm gleich. Ja, safe. Okay, safe. Hallo. Safe. Was geht? Was geht? Bist du wieder bereit? Ja. Jetzt erklären sich die Joints in deinem Hosen. Warte, ihr müsst 1 Meter vom Auto weggehen, Jungs. So, jetzt kannst du fahren, Bro. Wurde der schwarze Kommando schon kontrolliert? Nein, wurde er nicht. Ich habe nicht Sie gefragt. Ich habe nur geantwortet. Aber danke für die Auskunft. Ich bin gefragt. Kann ich denn hier rausfahren? Wo dürfen wir hier raus, Officer? Dürfen wir wieder raus, Officer? Raus. Vielen Dank, aber sollen wir da durchfahren oder was? Durch den. Ja, das ist ein Officer, der macht frei. Er meinte, du sollst reinfahren in den. Ach so. Der Officer hat dir Erlaubnis gegeben dafür. Hast du denn gerne auch noch in den Kofferraum gepackt? Oder hast du überhaupt deinen Führerschein? Sag mal ehrlich, John. John, sag ich. Vicky, Bro, hast du den Führerschein? Ja. Die Bastarde. Nimm ich mal kontrolliert, ob ich überhaupt einen Fußführerschein hatte. Nur ich hatte keinen. Normal, du bist ja auch gefahren. Ich dachte, du hast einen. Ich habe ganz gesagt, jemand hat einen in meinem Auto und so, aber egal. Keine Zeit dafür.
Oder wenn die Bullen uns anhalten und du aus dem Schatz Kofferraum anzugehen, dann leck ihn ab, den Kofferraum, küss ihn, fick ihn, ja, was weiß ich. Gesagt, ich hab ja auch gesagt, hier, nimm den Reparaturkit oder so. Ja, ich hab auch gesagt, hol mal bitte mein Medikit für mich raus. Warum denkst du, ich brauch's selber raus? Ich kann's nicht selber rausnehmen. Ey, lass mal gucken, ob die Knarre genommen haben. Haben die nicht. Dürfen die nicht. Ich sag das Ding, lass mal jetzt das Handschuhfach nicht mehr so voll machen, Digga. Das. Wenn die uns anhalten. Aber die haben unser Handschuhfach, haben die eh kontrolliert. Die hätten uns die Waffe dann abgenommen oder uns auch illegalen Waffenbesitz gegeben. Nee, Handschuhfach darfst du, glaube ich, auch. Nein, darfst du nicht, nur Kofferraum. Echt? Ja. Warte mal. Lass uns an die Knarre. Nee, das war wenn dann 64-Auto, oder? Ja, ich glaube schon. 64 oder einer von den anderen, der auch Skyline fährt. Ganze Stadt fährt doch Skyline oder so. Boah, auf jeden Fall jetzt ein neues Schießeisen. Aua! Hilfe. Wie Kohle hast du denn, Bro? Nicht mehr viel, ne? 3000. Schwierig. Hast du Geld dabei überhaupt? Nee. Ich hab $300, wir müssen im Bankautomat fahren, Bro. Ja. Ja, komm, scheiße, ich fahr kurz Bankautomat, dann kannst du auch rausspringen. Jungs, wo seid ihr jetzt gerade? Wir sind beim Verkäufer. Ist da schon jemand hingekommen? Da ist gerade einer, ja. Geht nicht verkaufen, ihr habt keine Arbeitskleidung. Ja, ist der Vincent oder was? Wie meinst du? Der gerade gefunkt hat. Glaub ich schon, ja. Oder kannst du Mikado? Mikado? Okay. Mikado. Okay, wer ist das? Diese Schokoladensticks. Warte. Oder erstmal nachgucken, ob du schon drin bist, der gerade dick getrippt. Ah, ja, ich kenn die. Die sind gewillt. Echt? Mhm. Die so mit Milch gefüllt oder nur Schokolade? Nur Schokolade. Die sind nicht gefüllt, die sind da reingedippt. Halbe Dortmund-Dev, ich glaube, er meint diese Ding. Immortal RP-Devs. Kurzer Schuss gegen die. Was geht ab, Chat übrigens? Ich hab heute, glaube ich, gar nicht jeden Hallo gesagt, kann's sein? Bibel. Chips, also ich sehe Caramello, Ali, Alkoholik, ZX, Xero. Wie geht's gut und selbst? Ich hoffe, euch geht's allen gut, Alter. Sorry fürs Schlucken, ich trinke Wasser gerade. Wasser trinken wäre sehr wichtig. Hast du alles, Bro? Nein? Doch, ich habe alles. Achso. Platz Red, was geht? Jetzt ein Plan. Ich höre ein Auto. Wir kommen gerade. Okay. Hier rechts hat direkt Knarre gezogen. Halt mal, habt ihr diesen Chesterfeed jetzt aufgeschrieben? Oh, was geht, Freddy? Oh. Alles gut bei dir. Die Route bringt gar keine 20% mehr, ne? Wie meinst du das? Der hat jetzt 7500 gemacht, wie jeder andere. Ja. Ehrlich jetzt? Ja. Wie wack ist das denn? Ja, keine Ahnung, mir wurde gesagt 20% mehr als bei jeder anderen. Aber die konnte. Vielleicht hat er weniger, hat er seinen LKW nicht voll gemacht oder ja, so? Doch, voll. 115 Crystal Meth, das ist das, was du rausbringen kannst. Wenn du durch bist. Und dann verkaufst du es und 7500 ist ja genau der Preis, den man pro Tour macht. Okay, das ist ja dick mal. Du wirst 5k von denen bekommen. Okay, locker. Ja, hast du die Liste, Bro? Ja, Dings, Marcello hat das gemacht. Achso, du hast schon eingetragen, ja, perfekt. Schreib einfach alles in diese Liste. Ich hab mir nur die Nummer aufgeschrieben von dem. Also von ja, dem ich hab alles. Schreib alles mal bitte in die Liste ein, damit ihr das allgemein nicht vergesst. Schreib nicht mal die Liste. Jackson ist ja eigentlich der Typ mit der Liste. Ich hab die ja selber nicht. Aber ich habe die Nummern und wir haben die 5000. Also ich habe die Nummer von 66 und irgendeiner von euch hat gerade den Ausweis von dem kontrolliert. Ja genau, das sind zwei Leute. Das sind zwei Leute, die wir jetzt gemacht haben. Ich habe alles aufgeschrieben.
Namen gut. Und von wem die sind. Okay, perfekt. Hast du gut gemacht. So viel. Okay. Wir müssen das Geld an. Noch eine Mode von der. Perfekt. Komm, ich teile sie jetzt schon auf, dann haben wir keine Probleme. Gib mir mal 2x5 weniger, Bro. Weil ich muss euch noch 2x5 geben. Von letztes Mal. Achso, ja, dann brauche ich ja gar nicht zahlen. Dann habe ich jetzt das Geld, ne? Warte, wenn du 10 bekommst, dann musst du mir nur 2,5 geben, Bro. Ich hab 5k jetzt gerade. Achso, nein, dann musst du erstmal, dann bald erstmal. Beim nächsten Mal einfach. Oder wer die anderen 5k hat, keine Ahnung. Das ist der von 66, all good. Hat der auch schon bezahlt, oder was? Oder bezahlt er jetzt? Der macht das jetzt. Ah, okay, perfekt. Nein, Bro, die 5k? Er soll kurz warten. Warte kurz. Bro, nein, guck mal, Marcel, hör mir mal zu. Die 5k, das waren die 2,5, die er uns noch geschuldet hat. Und ja. Die 2,5, die wir jetzt von dem bekommen haben. Warte mal. Ja. Das heißt, eigentlich müssten wir noch von dem jetzt 2,5 bekommen. Er kriegt 2,5, oder? Oder? Ja, richtig, ja, dann haben wir. Genau, dann ja, müssen wir jetzt nochmal von dem 2,5 bekommen. Ja, insgesamt 5000, 2,5 an Eis und 2,5 von uns, von dem, der jetzt. Ach, das zahlt. Ja, egal. Er holt bestimmt noch raus. Egal, Bro, verkauf einfach, keine Ahnung. Ja, wenn. Aber nächste Fahrt. Richtig Unsinn, Mann. Jungs, steht nicht hier alle auf dem Fleck, habe ich vorher schon gesagt. Liam oder Eise nimmt dann das Geld entgegen. Ey, Jungs, was denn jetzt Sache? Ich will nicht pushen, aber es ist meine Zeit. Ja, geh verkaufen, Bruder, scheiß drauf, geh verkaufen. Ich will nicht pushen, aber es ist meine Zeit. Pusher T, Alter. Hustle. Push it to the limit. Businessman, Alter. Der wird pro Stunde bezahlt. Nicht pro Minute. So, Freddy, wie findest du bis jetzt? Jeden? Das ist entspannt, Digga. Ich hab nur ein bisschen Geldprobleme. Ja, Bruder, so geht's uns allen, Alter. Deswegen ist auch diese scheiß Schlacht hier. Ja, ich komme mit dem Blitzern hier in der Stadt nicht klar. Ach, Bruder, ich wurde 48 Mal geblitzt bis jetzt. Ist nicht mal gelogen. Ist genau 48. Ja, okay. Das habe ich auch schon geschafft, glaube ich. Ja, aber das ist nicht mehr lange hier. Ich habe fast die ganze Kohle weggeballert, die ich mitgenommen habe. Ja. Das ist ein großes Problem hier mit den Blitzern. So, wer, wo, was bekommt jetzt was? Gib mir oder dem Typen mit dem beigen Hemd 5 Riesen. Was kriegst du? 5 Riesen. Gut schön. Danke dir, viel Erfolg. Hier, Bro, gebe ich direkt Hälfte. Hassel. Alles? Ja. Dankeschön. Dann schieß ich so krass, Hassel. Ja, wir holen den gleich. Können wir jetzt noch eine eigene Route machen? Vielleicht? Können wir eigentlich machen, wenn die nicht da sind? Oh, komm, runter, ich muss meinen Mulle holen. Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee, sogar, dass wir das paar von uns das auch machen. Ja. Ja. Dann schicken wir jetzt alle von uns arbeiten. Dann können wir noch was Geld von denen abdrücken. Habt ihr das Geld entgegengenommen? Ja, komm. Wir gehen jetzt die Rot, dann irgendwo unsere Mulen raus, dann versuchen wir noch eine Tour zu machen. Okay. Ach, nee, da hab ich keinen Bock drauf, ich such die lieber. Okay. Warte ganz kurz, wer hier in dem Auto will alles noch sein, will noch ein bisschen Geld verdienen? Ich mach noch. Ich muss nicht unbedingt. Also einfach die arbeiten gehen wollen. Also Caesar, du willst? Passt auf die auf. Jordan, du willst auch, gell? Okay, dann geht ihr beiden Mulen, ja? Ready, kannst du die fahren? Ja, auf jeden Fall. Dann ich muss nur Flughafen, meine Mode. Jungs, will einer von euch Geld machen? Ich glaube, das ist jetzt wieder zu kurz, in den Auto? Oder nicht? Nee, wir können eine Tour, könnt ihr noch machen. Ja. Habt ihr Bock? Okay, dann lass los. Sticky, ich würde dir helfen, aber ich würde jetzt keine eigene Mode hochfahren. Eigentlich nicht so Bock. Malcolm, du hast doch gesagt, du hast noch was. Du bist doch hier das Arbeitstier. Nee, aber ich meine, wenn du hast ja, wie viel Geld hast du denn? Ich hab noch, bin noch im Plus. 1600. Wenn du willst, ich kann Arbeitskammern anziehen und dir helfen. Also ich würde dann deins voll machen, du kannst es abgeben. Also ich. Hab ich überhaupt eine Mule? Ja, du hast einen. Wenn du willst, aber wie gesagt, ich hätte jetzt auch keinen Bock, die ganze Zeit runter hochzufahren, weil das nimmt uns locker 15, 20 Minuten Zeit. Bin nicht so Bock, gerade. Ja, dann heißt das übermorgen. Also übermorgen würde ich. Okay, sagen. Übermorgen müssen glaube ich alle mal ran. Ja, übermorgen. Immer schön verschieben die Arbeit, ne? Also macht Spaß. So ist ja, gut. Also, du kannst das Schieb einfach auf morgen. Ganz genau so ist es nämlich. Bro, kann Tabak ablaufen? Ja. Kann trocken werden. Aber nicht schlimm, kann man trotzdem rauchen. Ja? Raucht nur schneller. Warum, wie lange hast du deinen Tabak, Bruder?
August? 2021 August? Ja. August, Oktober, ja, September, November, Dezember. Geht noch. Pueblo, kennst du die? Ja, normal, Bruder, beste. Ja, ich suche gerade Ablaufdatum, aber ich weiß gar nicht, ob das da steht. Dann nehmen wir Freddy bei uns ins Auto. Ist Freddy. Ah, nee, geht gar nicht, weil dann ist. Warte, Amma will nicht arbeiten. Achso, das ist der von Onkel T. Er will arbeiten, Supreme. Lisa. Jungs, ich habe auch eine gute Idee. Wenn wir dann die Route gefestigt haben, der Boy. Machen wir das ja, so. Ja, wir haben an den Routentagen Routenfunk und ein Funk über oder unter uns. Soll ich jetzt hinfahren? Sind die ganzen Arbeiter drin, dass die da durchfunken können, falls etwas passiert. Wer war das gerade mit, wo soll ich jetzt hinfahren? Och nee. Weiß nicht. Herr Liam, wo soll ich jetzt mit der Mule hinfahren? Wo der oder fährst mit der Mule, ziehst du dich um und dann fährst du zum Feld, da beim Trailerpark, weißt du. Alright. Ey Freddy, wo bist du? Sombreo sind gerade am Club. Die fahren Kolonne mit 4 Uhr oder 3. Ja, okay, ich könnte arbeiten vergessen, alle wieder umdrehen. Alle umdrehen. Aber ist das safe? Ist das safe? An welchem? Ja, ja, lassen Sie das am Hafen. Club 77, okay, perfekt, wir fahren dahin. Okay, alle abbrechen, alle Club 77. Wir treffen uns vorher, nicht direkt dahin fahren. Fahrt Ding. Stadion. Stadion, okay, gut, wir treffen uns Stadion. Wir treffen uns alle Stadion jetzt. Die sind aber schon in der Eastside. Ja, wir beide. Lass uns doch erstmal bitte versammeln, lass uns jetzt auf eigenes Auto. Ja, ja, wir treffen uns alle Stadion. Liam, du musst dich wieder abholen. Wo bist du, Bruder? Ja, bei Schlafmaschine, Mann. Oder wenn das jetzt nicht mal Sombras sind, dann krieg ich einen Düstrier, sag ich dir brüderlich. Wie hat er die denn identifiziert, Alter? Jungs, ich bin beim Stadion, wo seid ihr? Also, na, okay. Wir kommen gerade. Wir kommen. Ist der auf dem Parkplatz oder wo ist der? Ja, bei der Garage, Stadtwache. Oder ich hasse diese Blitzer, also wenn jemand mich fragen würde, wenn ich als erstes umbringen würde, wenn ich die Chance hätte, Digga, die Blitzer wären so schnell weg, du kannst es nicht glauben. Die ganzen Blitzer würden alle gleichzeitig umkippen. Jetzt gibt's keine mehr Southside, glaube ich. Wenigstens haben die Southside in Ruhe gelassen, Bro. Wo seid denn ihr? Eis, wo bist du? Immer noch gleich da, Bruder. Chill mal. Wir müssen doch kommen, die Bro, kann es sein, dass er dich liebt? Wo seid ihr bei Stadion? Auf Parkplatz? Beim Parkplatz, schon fast vorbei, schon auf der anderen Seite. Hier. Ja, genau hier, okay. Seit. Und ein Auto fehlt noch, oder? Ich bin auch recht, warte. Marcelo? Warum bist du alleine, Bruder? Ja. Ich bin hier alleine drin. Ja, dann soll der Jugular umsteigen. Ist scheiß drauf, fahr sonst alleine, ist mir egal. Ja, ach so, bei Mo und Dings fehlt. Die haben in den umgeknallt, das sind die 200%. Wen haben die umgeknallt? Ich hab schon mal welche mit einer Minute zusammen. Ja, die haben den Spot auch gesehen. Was? Der uns kommt was? Das ist der Ju. Ja. Das ist meiner. Er klaut dein Auto, Ju. Ich hab hier noch was. Hier, Bruder. Steig mal bei dem Wagen rein, wo keiner drin ist, schieß. Ja, Jungs, das sind 6 Autos. Ja, wo soll ich? Welcher ist denn? In dem blauen. In dem blauen. In dem blauen. Okay, ey, nicht, dass das so endet wie letztes Mal, Jungs. Letzter Standort, Eastside, beim Waffenladen. 6 Autos. Okay. Alle Perleffekt rot. Kein Waffending. Perleffekt rot? Wie viele? 6 Autos, alles voll? Da sind die, da sind die, da sind die! Für umdrehen, alle umdrehen. Da sind die schießen! Vorne die auf der Straße, die auf der Straße ficken. Jungs, sammelt euch, Nein, das sind Vipers. Warum schießen die? Hast du gesagt, Perleffekt rot? Ich habe einen weggebrettert, Bruder. Aber hast du schon, als du das erstes geschossen? Nein, die haben doch auf uns geschossen. Die schießen doch immer auf uns. Beruhigt euch.
Ist einer von euch getroffen? Jungs, kommt mal alle zurück, wir sind hier alleine, kommt mal alle zurück, wir sind hier noch gefickt. Ja, wo denn? Die schießen nicht mehr, wo seid denn ihr Eis? Bei der Kreuzung, Bruder, oh, Reifen ist platt, ich bin direkt neben denen. Ja, wir sind bei der Kreuzung. Hier ist keiner, Bruder, ich bin hier alleine. Die fahren gleich auf uns zu. Die Kreuzung war da vorne, ja. Warum haben die auf uns geschossen? Die haben uns verwechselt, deswegen. Habt ihr das geklärt mit denen? Ja. Aber das waren nicht. Wie dumm, Bruder, die fangen einfach an zu schießen. Und dann auch noch rote Perleffekt, die Krise. Was ist das für ein Timing? Jungs, nehmt Reparaturgasmaß, ne? Wenn ihr nicht habt. Wir haben, danke dir. Ich habe jetzt einen von denen gefickt aus Versehen. Ich brauche einen von denen gefickt. Ja, passiert. Meine Waffe ist. Ja, ja, dann wo ist meine Waffe? Wo ist meine Waffe hin? Also weg, Waffe. Hier hinten ist eine. Oder wie ist die da drin gelandet aus dem Nix? Hogwarts. Egal, auf geht's. Hogwarts, des Grauens. Sind wir wieder. Okay, die schießen jetzt aber nicht auf uns, wenn wir von dir vorbeifahren, oder? Nein. Ja, wir verpissen nicht. Oder ich hab einfach einen weggebrettet. Noch einmal von dir zu schießen. Okay, alles klar. Wir sind sogar extra abgebogen und trotzdem haben sie geschossen. Ja, das war, ja, weißt du, das war ihr Fanskolonne. Alles gut. Ich hab die Jungs hier vorbereitet. Okay, alles klar. Gut. Okay, seid ihr ready? Ja, irgendwie schön. Ey, ist jeder ready, Jungs? Ja, Ding bauen. Das war kurz so Ding-Training, dass ihr wach seid. Ja, auch okay. Digga, wir haben aber 12 von denen weggeschippert, die Junge, diesen. Ich hatte den Viper-Typen angeschossen, die sind vor Mörderbolt geschieden, ich schieße weiter. 10 Sekunden lang, er hat mich nicht einmal getroffen, ich war fast weg. Egal, einer von denen ist weggegangen. Schlafen gegangen. Auch einen weggebrettet? Ja. Ja, auch. Also zwei. Lass kurz diese Tankstelle hier rechts, Jungs. Jungs, wir machen das wie eben. Zwei an der anderen Seite und drei an der anderen Seite und dann stürmen wir einfach über die Mitte rein. Mhm. Zieht aber jetzt schon mal die Maske an, bitte. Warte, wir müssen uns schon noch tanken. Ich meine, auf sind sie? Ey Jungs, wenn das 6 Uhr es waren, dann weiß ich nicht, ob das schlau ist, zu stark zu Dings spielen. Zieht eure Oberteile aus, ha? Die besetzen meistens Autos zu zweit oder zu dritt, Digga. Oder wenn du Gambo willst, komm rüber, Dom, ich sag dir brüderlich. Jetzt sogar Ding ist hier, Schocks ist sogar hier. Digga, alle nackt. Hier geht's richtig rund langsam, Bruder, die Gruppe füllt sich. Ja, mach dich nackt. Bin ich gerade dabei. Ich würde sagen, einer gibt dann Ding, sagt dann, dass er mir losschießen soll. Warum machen wir nicht diesen Move von Lucky 5 nach einem Tag? Ich will noch nie wieder melden, Bruder. Ja, wir warten jetzt zusammen bei der Tankstelle. Oder besser gesagt, auf den Berg neben der Tankstelle, weil sonst schießt er mal auf den Öl. Jungs, wenn die 6 Urus haben, ja, dann weiß ich nicht, ob das schlau ist, da reinzustürmen, sag ich euch ehrlich. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, dass, weil der hat doch gerade gesagt, dass einer bei deren Verkäufer gefallen ist. Ich glaube, unser Spotter, der Vollidiot, hat die Vipers verfolgt und nicht das Kartell, ha? Ich habe extra eben gerade gefragt, ob das safe ist. Auf ganz dumm. Da unten ist ein roter Urus. Hör auf zu visieren. Was soll ich sagen, Bruder? Die Filme, die da gefallen wurden, waren hart. Zu hart für dich, meinst du, oder was? What you mean, man? Den Beat feier ich nicht. Jungs, wir kommen jetzt wieder kurz. Ich hab kurz einen Homie abgeholt. Ja. Nur Englisch, die Sass, stimmt doch gar nicht. Ich hab gar nicht denkt Englisch geredet, Bruder. Aber ja, ich verstehe schon, Bruder. Von Dirty Dan ist schon ein kleiner Szenen. Mach mal alle die Lichter aus bei dem Auto. Eis. Perfekt. Okay. Ja, wir fahren jetzt euch hinterher. Wir waren auf dem Berg neben euch. Ja, so viel, wenn man Licht ausschaltet. Okay, wir sind jetzt fast da. Wir sind in Deutschland. Achtung, da kommt Blitzer. Naja, ich weiß. Okay, dann fahrt vor, ich fahr. Hier kommt Blitzer, Jungs. Von wem seid ihr? Niemand. Hier ist rechts, das ist ein Schubelhof. Ein paar von rechts, ein paar von links.
Warte mal, lass mal an den Wagen kurz ran, Bro. Nee, da waren die schon. Brauchst gar nicht die probieren. Die waren da schon dran. Waren die schon dran, Bruder, waren die schon. Anna, danke für deinen 42. Ja. Monat im Tier 2 auch noch, auf Ehre. Hier ist keiner in deren Hut. Hier ist deine Seele, Anna, danke für deinen 42. Monat. Ey, das Schwachsinn. Ja, wieso stellt man einen Washington? Ey, wir hätten echt arbeiten sollen, als wir es konnten noch, uns ohne Witz. Es waren aber nur Vipers gerade. Wenigstens habe ich eingefickt von denen. Ich auch. Nee, ich habe gar keinen Kill bekommen. Er hat den Pill bekommen. Warte. Das war von Brio, die den umgeschossen haben. Die hatten diese T-Shirt-Masken. Die waren das also. Also sind die noch unterwegs? Ja, aber guck mal, Vipers hat auch T-Shirt-Masken. So mit Blumen drauf. Das sind die gleichen. Die haben auch so ähnliche T-Shirt-Masken. Na dann. Ja, das sind wahrscheinlich Vatus Locus gewesen, weil Vipers teilt sich die Route mit Vatus Locus. Vatus Locus. Und das mit diesem grünen Schild ist Vatus Locus. Die haben Heroin mit Vipers, genau. Liam, von deinem Auto soll mal eine bei mir einsteigen. Ihr seid zu viert, wir sind zu zweit. Können so Oberteile wieder anziehen? Oder hier wird nur gekegelt, hier gibt's nichts anderes. Ja, er zieht wieder an. Ach ich Jungs. Seine Hose wieder anziehen. Diese dumme Jagd, Bruder, das macht keinen Spaß. Welcher Höhle sind die? Oder frag die Uzbeken, keine Ahnung, oder irgendwelche Höhlenmenschen. Keine Ahnung. Wir hätten echt arbeiten sollen, als wir noch konnten. Es ist zu spät. Die werden auch wahrscheinlich nicht auftauchen heute, weil die Pussys sind. Können wir uns einfach darauf einigen, dass wir nächstes Mal einfach aufs Feld gehen? Einfach ganz normal arbeiten, ja. Und wenn die kommen, kommen die. Diese Verschwendung, den hinterher zu fahren und so, bringt uns nichts. Eine Stunde, 10 Minuten sind wir rumgefahren, haben keinen davon gefunden. Und haben keinen Cent verdient in der Zeit. Ja, also meinte, man kriegt noch eine Route hin? Ja. Nein, jetzt nicht mehr. Mess nicht mehr. Was ein Müll, Alter. Du musst ja erstmal dich umziehen, Digga, dann Wagen hochfahren. Wir brauchen eine Dreiviertelstunde für eine Route. Was ein Müll, Alter. Dann frage ich mal wenigstens, ob diese 64 mir heute mein Geld geben wollen. Wie ist der Typ von gestern nochmal? Ich weiß gar nicht mehr. Frank? Ich weiß gar nicht. Aber MJ ist der, der dein Geld genommen hat anscheinend. Ja, weiß ich, weiß ich. Ist nicht erreichbar, der Bastard. Schade. Ja, lass erstmal Hut fahren, Bruder. Lass kurz mit allen da sammeln. Jungs, wir fahren kurz Hut. Lass uns da sammeln. Jungs, Freddy ist kurz bis wir warten. Okay, kommt gleich nach. Was sitzt da dran, Bro? Wir fahren kurz hoch, Bruder. Diese Hin- und Herfahrt bockt nicht. Nur Pistol anstatt nein, wenn man farmt, dann kann man sich auch eine Uzi holen. Ein Reed, Bro. Nee, Bruder. Achso, doch, ja. Du schaffst voll dabei. Ja, locker, hey, machen wir mal. Lass mal treffen. Lass mal zum CGF in die Hood fahren. Ich hab gesagt, wir sind in das Haus halt. Hat er gesagt, dass wir uns jetzt treffen sollen bei uns in der Hood? Ja, hab ich das nicht schon vor 5 Minuten gesagt? Da ist ein roter Urus, der zu uns kommt. Kommt alle zu CGF in die Hut. Wie gehört die Karre hier eigentlich? Der glaube ich. Ja, sieht nicht geil aus? Doch, ist fresh, Digga. Auch ein blauer Skyline fährt hier rum. Ist die schnell? Alle bei dem Ding. Komm mal, Probefahrt, dann willst du mal ein bisschen kommen. Ja, mach. Mach du. Mach auf, meine ich. Kann laufen, oder nicht? Nee. Jetzt? Geh mal kurz zur Seite.
Ja, kack drauf, lass später machen. Ja, die suchen uns anscheinend. Wer sucht uns? Ich hab grad irgendwie an den Punkt gesagt. Ach, keine Ahnung. Gar nicht, Mann. Und gar nichts. Wenn die uns suchen, werden wir denn mindestens einmal über den Weg gefahren. Also wo suchen die denn? Die Cappen, Bruder, die suchen vielleicht im Arschloch, Bruder, oder in der Toilette, aber nicht hier. Da hast du recht, hätten wir uns gesucht, hätten wir schon längst gesehen. Kommt alles Schritt für Schritt immer hier. Wird immer alles ausprobiert, erstmal ob es gut kommt oder nicht, und dann wird mehr sich getraut. Finde ich aber auch gut. Jungs, ihr könnt euer Oberteil wieder anziehen. Ey, also einmal nochmal kurz für jeden. Der sitzt anscheinend im Auto und sucht uns. Alleine oder was? Nee, die suchen uns. Wenn ein Mann ist, soll er einen Standort schicken. Gut ist. Nicht schon wieder die Geschichte, Bruder. Dann holen die sich wieder 15 Autos. Dann suchen die uns, sagt er zu mir, ich bin Southside, wo seid ihr? Ich so, ja, wir sind eure Hood, dies, das, bla bla bla. Dann sind die nicht da gewesen. Ja, auf jeden Fall, die suchen uns, laut ihm. Cap, so viel Cap, Bruder, ist unfassbar. Ich hätte ihn eigentlich nur sagen müssen, danke, dass wir Geld auf deinen Nacken machen haben können. Welche Farbe haben die? Also die Autos, an die ich mich erinnern kann. Ein komplett blauer Nissan Skyline, blaue Unterbodenbeleuchtung. Die haben auch eine Urus-Farbe, weiß ich nicht mehr. Die haben zwei Supra, eine Nissan. Die haben ein so alten Auto, aber die steht in der Hood. Und einen Bugatti in der Hood. So einen rot-schwarzen Bugatti, die haben den babyblauen Urus gehabt. Genau, babyblauen Urus. Das war sexy. Achso, ja, keine Ahnung, dann sind das ja eigentlich richtig. Und die haben einen Urus, das weiß ich noch. Wir müssen echt noch eine Bank machen, Bruder. Schwarz-roten Perfekt. Wir müssen echt noch eine Bank machen, weil Bank kriegt echt Geld. Also, ich sage euch ehrlich, wir haben zwei Optionen. Entweder wir halten diese Route, und wenn die Route nicht haltbar ist, dann gehen wir in diese scheiß Bank rein, holen uns alles. Und dann können wir auf die Route scheißen für ein paar Tage und die ficken die Bastarde. Na, Bro, Bank nicht. Hallo, Nee, da bin ich dabei. Bank ist so easy. Bro, ja, sag das mal easy, ne? Ich hab mit Tasty Bank gemacht, da waren wir 70 Leute und wir haben es verkackt. Ja, weil Tasty auch nichts kann. Und 70 Leute, Bruder, wie willst du 70 Leute strukturieren, irgendwas planen? Doch, wirklich. Das, guck mal, wir haben alles geklappt. Oh, Laura, hat diese scheiß Bank gemacht mit wem war das? Keine Ahnung mit wem, aber wir hätten es auf jeden Fall geschafft. Es war bloß kein Gold da. Wo seid ihr am Feld? Fast jeder hat überlebt von uns. Seid ihr am Feld oder wo? Nein, TJ. So viel Cops wie hier unterwegs sind, Digga. Ja, aber die Cops sind scheiße, das sind einfach Dullis. Braucht man dafür nicht ein paar härtere Geschütze? Weißt du, Bro, wir sind doch letztens da vorbeigefahren, da waren locker 20 Cop-Cars. Warum ist ja eigentlich jeder am Rumrennen? Ja, ein bisschen abchecken, wer weiß, vielleicht kommt ihr. Ey, hörst du auch diese Musik? Wir nehmen ja. Ich? Ja. Musik? Diese Musik einfach viben. Bisschen viben. Bist du stoned? Oh ja. Oh Bruder, Digga, das ist meine Melodie im Kopf, die hab ich immer. Hast gutes Taktgefühl, wenn du das immer machst, ne? Was geht's? Jesus. Nicht schlecht. Ich würde sagen, weitersuchen, niemals aufhören, Scheiße, immer dranbleiben. Wissen schon, wie die Motherfucker aussehen. Also, Bischko hat mir gerade angerufen, der Pole vom Würfelpark, der hat anscheinend vor ein paar Tagen jemanden überfallen auf der Meth-Route und hat ihn auch umgebracht und hat jetzt eine volle Mule mit Meth drinnen. Und er hat gesagt, die möchte er verkaufen und er würde uns dann abgeben. Also, er würde das Geld dann abgeben. Wie wäre es, wenn wir den einfach abnehmen, weil er auf unserer Route jemanden Nein, der hat einen von Kartell abgeräumt, nicht uns. Achso, okay. Ehrenmann. Der Fischverkäufer. Ja, der Pole, der Vater von Dix, Julio. Oh, ich hab den gar nicht mal so eingeschätzt, Mann. Der hat Julio gestern fast umgebracht.
Ja, ist gut, ist gut. Jetzt gehen wir so viel ins Detail. Doch, doch, normal. Nein. Wir können mal wissen. Hey, ich find's einfach nur lustig. Hier gibt's einen Rotwald-Helikopter rum. Na komm, die sollen kommen, ein scheiß Heli, die sollen kommen. Es ist deren Heli, oder was? Also eigentlich hab ich... Wo seht ihr ein Heli, Alter? Frag mich auch, wo ihr ein Heli sieht, ne? Ist doch keiner. Digga, ich fühle mich manchmal so richtig, wirklich, als wäre ich in einem Hurensohn-Verein beigetreten. Und wir suchen wirklich, also der Hurensohn-Verein besteht aus Piloten, die Helikopter fliegen und in Neubaugebiet leben, Digga. Das ist unfassbar mit denen. Spätestens 22 Uhr werden die eh wieder alle in deren Hut sein und auf den Dächern sein. Das bringt doch absolut nichts. Wir hätten heute wirklich auf die scheißen sollen, hätten einfach Geld machen sollen. Man weiß, man rechnet ja damit nicht, dass die halt heute einfach gar nichts machen, weißt du? Ja, aber safe, wenn wir damit rechnen, selbst wenn wir damit rechnen, dass die kommen, hätten wir trotzdem ein bisschen Cash machen sollen. Du musst so oder so sehen, das steigt immer und immer mehr. Ich will von denen jetzt schon gefühlt 250.000 verlangen. Soll der einmal anrufen und will mir sagen, er will aufhören mit dem Krieg, er will sich wieder zurückziehen. Das Mehrfeld können wir lassen. Dann sage ich ihm, ja, wir hören erst doch, wenn du uns die 250.000 gibst. Allein schon dafür, dass du uns die ganze Zeit abgefuckt hast und wir nicht unser Geld machen konnten, weißt du? Safe, Bruder, aber lang können wir das nicht mehr mitmachen, wenn die Kasse weiter so nach unten zieht, nach diesen Schlachten mit denen 3 Tage hintereinander mit 99. Ich hab über 100.000. Ja, Bruder. Magazine kann ich mir wieder kaufen, also ich kann das lange machen. Deswegen habe ich auch dieses Geld auch mir rangeholt. Ja, aber das genau versuchen wir ja gerade, uns das Geld ranzuholen, dass wir auf Langzeit weitermachen können. Aber das geht nicht lang gut, Bruder, das meine ich. Bei uns geht das nicht mehr lang gut. Ja, wir müssen jetzt erstmal Geld machen, auf jeden Fall. Ja, wir trotzdem, trotzdem brauchen wir Geld, Bruder. Erstmal müssen wir... Nächstes Mal scheißen wir auf die. Wir machen einfach dieses Feld und wenn die kommen, dann lassen wir liegen und ficken die kurz. Kein Problem. Dann sind halt noch ein paar mehr Leute da und ist nicht so schlimm. Verteidigen und arbeiten gleichzeitig. Es kann nicht sein, wir müssen die Kasse langsam ein bisschen füllen. Und dann jagen wir die von mir aus auch jeden anderen Tag, jeden Nicht-Drohnen-Tag jagen wir die genauso, nicht so schlimm. Und dann machen wir das genauso ekelhaft für die mit Heli, Alter, so einfach. Wie schießt man mit einem liedernen Heli rum? Juckt mich auch nicht. Und wenn das so weitergeht, verlangen wir auch genauso viel von den 64s, Bruder, weil das kann nicht sein, dass die immer noch nicht diese dummen 7.000 oder 10.000 für diese Pimmelpammel nicht mal bezahlt haben, die Bastarde. Ja, eigentlich wollte ich auch 64 und 99 eine... Aber in der Situation wäre das nicht schlau gewesen, hätten die weitergemacht. Die Zahlen, ne? Ja, aber das wäre nicht schlau gewesen in der Situation, hätten die weitergemacht, Bro. Dann wären wir die gefickten. Aber 64 könnten wir gemeinsam erdrücken. Willst du den Bastard mal anrufen? Und dann mal ein bisschen machen? Druck machen? Nein, Bruder, kein Druck. Hör mir auf mit der Scheiße. Ja, aber mal ganz kurz. Wenn ich dann anrufe, sag, wir suchen euch. Er sagt, er sucht uns. Er sagt, er kommt, wir sehen uns gleich in das Haushalt. Und der Bastard jetzt immer noch nicht da ist. Was soll ich denn machen? Soll ich den ganzen Tag hier rumstehen? Er ist halt einfach, der ist gerade mit zu wenig Leuten am Start. Deswegen, ich komm da gleich wieder mit 15 anderen. Keine Ahnung. Denn wenn er mit zu wenig Leuten am Start ist, dann fick ich den noch nach 22.15 Uhr in der Hut. Mir ist das egal. Ich fick dann bis 0 Uhr. Der Tag ist nach 10. Ja, wir können bis 22.15 Uhr noch easy in die Hut reingehen, da von den paar abknallen. Danach sollten wir wieder ein bisschen aufpassen. Oder einer versteckt sich einfach in der Hood von denen, einer. In irgendeinem Busch. Ja, du musst das so verstehen. Kann auch sein, dass sie später kommen, so 22, 23 Uhr. Und von uns sind wieder ein paar demotiviert und gehen pennen. Und dann kommen die wieder und bumsen uns frisch in den Arsch. Klassiker. Da ruft mich wer an, warte. Hallo? Klassiker. Wer ist da? Ja, ich weiß nicht, wer gerade anruft. Ab. Oder ich verstehe das nie, ne? Wenn man telefoniert, man rennt gefühlt Marathon. Ich mach das selber. Ach du Scheiße, Mann, ohne Witz. Ich bin satt, den Leuten hinterher zu rennen. Keine Ahnung. Wenn man doch schon einen droht, das Mehrfeld sich so wegzuschnappen, dann sollte man doch auch die Männer dafür haben, ne? Wie heißen die? Woher die verstecken sich? Grünkartell, keine Ahnung. Kamra oder was?
Mir ist das eigentlich scheißegal, wie die Hundesöhne sind. Mich nicht. Ich kenne die nicht. Die haben keinen Namen hier in der Stadt. Ey, Carlos. Aber ich möchte tweeten, ja. Bist du dunkler geworden? Nein. Ach, komm, halt die Fresse. Frag doch, was siehst du aus, Mann, Leon? Schimmer. Du fuckst mich ab. Jeder fuckt mich hier ab. Außer CGF natürlich nicht. Bist ja nett, Bruder. Ihr redet mir zu viel, ihr Mörderboys. Ihr stellt mir zu dumme Fragen, ihr redet nur rum. Oder pass auf, dass sie dich nicht in den Rücken stechen, Alter. Ich muss dein Herz nehmen. Ja. Hör mir auf. Werden die niemals machen. Haben die Eier nicht dazu. Ich hab denen geschrieben, dass sie mir, dass er diese Hood mit Baumarkt auf den Server laden soll mit Restart. Caesar? Ja? Willst du kurz mit Freddy gehen, dann kann Freddy sich schon mal die Flag holen, ganz entspannt. Irgendwann mach dir das. LG. Locker. Ja, easy. Hol dir auch die Flag. Hey, was für ein Flag? Du holst dir die Flag, Mann. Hey, was für ein Flag? Bruder, hol dir auch neue Schuhe, Bruder, weil easy ist das, weiß ich nicht, Bruder. Das sieht immer so aus wie Schlauchboot, du weißt, was ich meine? Die sind mit hinten mit dem Ventilator dran. Ich mach das mit dir, komm, hey, okay. Alles gut. Ich mach das mit dir. Ja, Bro? Welche kriegt er? Also, haben wir das nochmal gemacht, Bruder? Runner Flag oder was? Normalerweise kriegen die wir dann haben und die anderen, die nachkommen, haben wir gesagt, kriegen die andere. Ja, gib dir erstmal die normale, weil ich weiß nicht, welche die andere war. Ja, okay. Okay, bis später, locker. Ey Jungs, schreibt bei Theo bitte. Schreibt Theo, er soll das reinmachen, Bruder. Es ist so lustig. Es ist so lustig. Ich glaube, du kriegst den wirklich beschissen. Ich würde den so hart bespielen. Ich würde den so hart bespielen. Es wäre so lustig. Es wäre so lustig. Ich würde weinen, Bruder. Es sieht auch so gut aus. Mach mal Comment Baumarkt, Bruder. Bitte mach mal das hier zum Comment Baumarkt, Bro. Ah, oh, Jungs, Alter, dieser Baumarkt zu wild. Bin auf Vagos so gespannt. Ich hab's zu mir eigentlich ruhig, aber mit Theo drüber geredet, hab Theo ein bisschen in dein Ohr reingehatet. Bin gespannt, wie das da rauskommt, Bruder, bis jetzt. Ich bin noch nicht so überzeugt. Aber mal gucken, Jungs, mal gucken. Was ist jetzt? Machen Chillaui und Bowie gerade. Wisst ihr, warum Chillaui und Bowie? Weil es ein Baumarkt hier. Das ist ein Baumarkt. Aber so schlecht. Weißt du nicht, was ein Baumarkt ist, Bro? Na, dieses Haus hier war mal ein Baumarkt, Bruder. Vorher stand hier ein Baumarkt, dann haben die dieses Haus hier hingebaut. Echt? Ja, Mann. Ja, wusstest du das nicht? Hier stand echt mal eine Zeit lang ein Baumarkt. Baumarkt? Ja, Mann. Ein richtiger Baumarkt. Richtig fetter Baumarkt. Mit Werkzeugen und so. Ja, Mann. Hey, mit so Holz und so. Mit Manager, mit Bauarbeiter. Alle sind hier reingegangen. Die haben ihre Holzstückchen geholt. Bretter verteilt haben wir hier. War lustige Zeiten. Ein mieser Baumarkt auf jeden Fall. Ich habe hier gerne eingekauft. Ach, ah, ja. Das ist so ein Baumarkt. Ja, so ein Baumarkt. Ah, safe. Ja, ich hab's nicht gehatet. Ich hab schon labert schon wieder zu viel. Ja, mit dem telefoniert ein bisschen. Ja, wissen, okay, warum CJF und nicht SGF? Was, bitte zu uns, ja, was meinst du, Bro? Bestimmt. Scheißegal, welches Set man lieber. Ja. Aber Chamberlain Gangs Family ist einfach das Set, was ich damals mir genommen habe. Ja, seitdem es den Baumarkt nicht mehr gibt. So. Ach, Jungs, echt. Warte mal, ist irgendjemand bei der Heroinfeld? Bei Heroinfeld? Bei Heroinfeld ist Dings. Beim zweiten. Ist irgendjemand beim zweiten Verarbeiter vom Heroinfeld? Von unseren Leuten glaube ich nicht, ne? Nein, von meinen Leuten. Nein, alle sind beim Ding, alle sind bei CGF, der Hund. Hier fehlen aber noch ein paar, oder?
Hier sind doch ein paar verteilt auf den Dächern und da oben beispielsweise. Ach stimmt ja, Bruder, wir sind hier gerade Afghanistan-Krieg einfach. Ich habe letztens so ein Doku gesehen, da war so ein Sniper, hat sich einfach so Matratze auf den Boden gelegt, so Kissen und danach so ein Loch in Wand, wer war gesniped hat, so 3-4 Tage. Einfach nur Kelloggs gegessen, Bruder. Ich habe mich gefühlt wie damals, wo ich Call of Duty gespielt habe, Bruder. Nur Kelloggs und Call of Duty den ganzen Tag. Oh, Digga. Heftig, gell? Und dein Magen tut irgendwann richtig weh, weil du nichts Gekochtes gegessen hast. Rein, ne? Ich habe heute den ganzen Tag verschwendet mit diesen Leuten, Alter. Wir hätten dick arbeiten sollen, ohne Witz. Hey. Überleg mal. Nee, egal. Nee, sag. $46 im Minus. Ah, Bruder, ich kann nichts sein. Hast du Kelloggs im Mund, meinst du? Also ich würde sagen, überleg mal, wie viel Minus wir eigentlich gemacht haben. Wenn jeder von uns arbeiten gegangen wäre, wäre von jedem so 18.000, 22.000. Wir haben schon Hardcore-Minus gemacht, Bruder. Wir hätten heute eigentlich richtig auf. Wir haben jedem 91 plus gemacht, ich check euch nicht. 10k haben wir plus. 10k haben wir plus gemacht. Nein, Bruder, wir wären doch viel mehr gewesen, die arbeiten gegangen sind. Wir hätten insgesamt safe über 100. Überlegt euch mal, überlegt euch mal, weil heute haben wir Ruhe, okay? Überlegt euch mal, wir hätten heute gesagt, okay, scheiß auf diesen ganzen Krieg. Jeder geht arbeiten, aber keiner darf das Geld behalten. Alles, was wir verdienen, gehen in diese Gangkassen rein. Nur ein Tag. Danach, ab dann ist egal. Bro, ich hätte aber 2000 nehmen müssen, ich bin minus. Ja, okay, dann ist halt 2000, aber wisst ihr, was ich meine? Oder jeder muss 10.000 Dingen. Wir wären alle bereit gewesen für die nächsten 3 Wochen. Wir wären ganz locker gewesen. Pistolen sind immer da, Munition immer da und wir hätten uns nur darauf konzentriert, die Wichser zu jagen. Aber jetzt haben wir nichts gemacht. Wir haben die nicht gefunden und wir haben nicht gearbeitet. Weil die sich verstecken und machen Ansagen. Weil die kleine Pisser sind. Ratten, Digga. Was wäre nicht aufgestanden, Alter. Ah, Bro, keine Ahnung, mach Kopfgeld auf ihn. Ich weiß nicht mal, wie die heißen oder wie die aussehen. Das ist das größte Problem. Ich kenne nur Fabian und das ist der Boss. Fabian, der Boss. Fabian, was ist das denn für ein Name, Mann? Bruder, das ist der Name von Sombra Mafia. Von Neubaugebiet. Kennst du deinen Nachnamen? Ich schreib jetzt auf Twitter was. Fabian, du Bastard. So, mal gucken, wann das sieht. Kann man es liken? Könnt ihr liken? Alla. Ja, nee, ich wollte auch gerade tweeten. Fabian, versteck dich nicht. Ich kann retweeten. Ja, kann jetzt die Twitter-Schiene fahren. Geht das dann, so? Sollen wir alle Welle machen auf Twitter? Nee. Du hast einfach nur markiert, Bruder, danke dir. Nee, aber das stand. Hat es ja richtig gebracht? Nee, das stand doch, ey. Das alle Fabian. Einfach auf diesen Fall. Ach shit, das ist keine Mafia, Jungs. Das ist keine Mafia, das ist ein Kartell. Das ist wie bei Ding, Pablo Escobar. Die haben so Kokain in Ding, in Dschungel. Und Fabian tut es mit seinen Füßen selber trampeln. Die sind anders. Die laufen mit AKs im Wandschrank rum. Kartell von Boss Fabian. Wie heißt er mit Nachnamen? Bin schon mal auf seinen Nachnamen gespannt. Fabian, der Bastard. Fabian? Guck auf Twitter. Was ist auf Twitter? Fabian. Wir machen jetzt Twitter-Beef. Na, for real. That shit trash, bro. Ist Paul Fröhlich, Digga. Scheißegal, solange es nicht Fabian ist. Unser Spotter. Absoluter Kalb. Mag den nicht. Er spottet Vipers. Und ich schreie auch noch im Funk, ist es safe? Ich will arbeiten oder ich will, dass wir arbeiten können. Und ich höre nur, ja, das ist safe. Aber Vipers weg. Kurz davor, wir gehen. Kurz davor, wir gehen Ding spielen, Paintball, ohne Witz. Das heißt mal, ja, die Jump. Ding. Kartfahren, das soll ja nicht unter sein. Ey, Kartfahren mach ich nie wieder, Bruder, das ist der größte Müll. Nein, nicht Kartfahren. Kartfahren ist der größte Müll, Bruder, wenn du nicht... Ist wirklich so, ich bin gestern beim Kartfahren fast gestorben. Bruder, ich bin da eingeschlafen, weil so eine Bitch mitgefahren ist und die ist einfach nur eine Runde gefahren, weil die dachte, es ist lustig, im falschen Ding zu fahren. Da musste ich da 20 Minuten warten, bis sie die Kacke fertig macht. Ja, wo sehe ich jetzt meinen Tweet, man? Sieht ihr meinen Tweet? Ich hab dort so eine Waffe gemacht. Da ist keine Waffe, Bruder. Hast du Android oder was? Hast keine Emojis, sag mal ehrlich. Ja, wenn ihr schon Twitter-Beef macht, dann macht Sombra aka Supreme Kartell. Wann kommen neue Schuhe raus? Was für Supreme Kartell? Irgendwie sowas. Ja, weil wir sagen dazu immer Supreme Kartell, weil wir uns Sombra nicht merken können. Sag einfach Sombreros, Digga, oder so. Sombrero. Ich hab Sombreros haben kleinen Schwanz.
Ey Jungs, diese Twitter wie kommt auf die innere Werte, Eis. Waren sehr ordentlich. Ja, die Backen da drüben. Waren sehr ordentlich. Fabian, der Bastard, wo ist er denn? Fabian. Fabian ist gar nicht wach. Nur bitte, dieser bitte. Ja, Jungs, es geht. Was denn, Mann? Fabian, doch. Skurus, ja, ihr könnt Skurus mal reinschreiben, dass er mal den Baumann drauf machen soll, oder was? Wo ist denn der? Ich werde jetzt aber knallhart Theo nerven. Ich hoffe, der ist auf Family Life, Bruder. Ich werde nämlich jetzt knallhart am RP nerven. Handy. Aber ich glaube, der ist auf Grand, da kriegen wir das mal Place. Handy, was? Handy. Bruder, Handy. Der ist so drauf. Handy. Ey, ich hab sag mal, hast du noch ein bisschen was von dem Zeug? Ich würde auch, würd auch gerne ein bisschen nehmen. Bruder, das habe ich in meinem Van liegen, Mann. Scheiße, ja, so ein Handy hätte ich auch gerne. Handy von Rihanna? Handy, Bruder, so diese kranke Tangas und so. Da geht's richtig rund, Jungs, Alter. Ah, da. Das ist... Handy Special. Ja, wir Paintball spielen jetzt. Ja, wie sehe ich aus? Was ist ein Plasma-Card, Digga? Ist das da gut? Hör mal auf, Bruder, ich war gestern da. Das war das Schlimmste, was ich je gemacht habe. Ey, Bruder, lass mal fahren. Der Fahrstuhl verschluckt dich, Bruder. Achso, ja, du darfst dich nicht bewegen. Das ist Escape the Room, Digga. Mhm. Kurz davor, wir gehen wirklich Paintball spielen, weil ich weiß gar nicht, wohin mit uns. Wir haben jetzt einfach 2 Stunden verschwendet gerade. Wie viel können da mitmachen? Wie viel können das spielen? Mit jeder macht 500 Einsatz. 10 pro Team. 10 pro Team. Bei der Grove Tankstelle sind ein paar Mulen und ein paar Urusse. Oh. Ich kann aber nicht erkennen, wer das ist. Wollen wir mal abchecken? Meint ihr, das sind die Sombreros? Können wir mal gucken. Lass mal abchecken. Ja, dann checken wir mal kurz. Bei Grove Tanke. Hier kommt. Geh einfach in irgendein Auto rein. Ich stehe oben auf dem Dach. Auf jeden Fall erkenne ich ein rotes Auto. Ist es da vorne? Ein rotes Auto, das hört sich schon und gut an. Die anderen sind schon weg, glaube ich. Keiner von uns, denkst du? Ist einer von unseren Jungs. Ist hier der Randy, was, Jungs? Ich würde jetzt aber nicht als Kolonne dort hingehen. Ne? Ja, fahr mal einfach durch. Ja. Proxy-Tanke meinte der doch. Ja, ja. Ja, hier, Mann. Ja, doch, hier. Ich habe da niemanden. Ist dort noch jemand? Keine Sau. Der Urus ist nicht mehr da, aber noch ein Mode. Wollen wir den mal fragen? Lass mal fragen, ja, für wem und so. Zwei, frag die mal ab. Deine fährt sogar weg. Ey Bro, Mr. Hey. Mule. Der hat durchgefunden. Für wen ich arbeitest du? Für niemanden. Welches Feld meine ich? Ja, auf was meinst du? Welches Feld? Ja, was seid ihr da? CGF. Murder Boys. Was ist jetzt los? Ah, das ist ein, der wohnt hier unten in der Hut. Ja. Aber welches Feld bist du, Bro? Welches Feld? Sag mal, reden wir. Ich glaube, wir müssen auf Chinesisch kurz fragen. Was ist denn los? Auf welchem Feld wollen wir wissen? Ja, Opium oder Heroin, was weiß ich selber nicht mehr. Ja, okay. Okay, locker. So einfach geht das doch. Er weiß selber nicht, was er macht. Ich weiß nicht, Bruder. War schon. Der weiß selber nicht, was er macht, Digga. Aber lass gucken, welche Verarbeiter die fahren, das wissen wir doch dann. Die Fleck? Ah, sieht aus, als würden die runterfahren zu Hero. Ja, nee, was ist da unten? Wo ist denn da? Was ist da unten? Aber ich weiß nicht. Ja, das ist. Ey, lass mal in deinen Laster gucken. Warte, hier also. Ist hier nicht Meth oder so? Nein, da fangen wir Stress mit deren Gang an, Bruder. Ja, aber kennen wir Dings in Laster schon. Ja, stimmt. Die wissen ja, wer wir sind. Ey, Jungs, die sagen, dass sie Heroin oder Ding gemacht haben, aber ich weiß nicht, wo die jetzt hinfahren. Sü. Oh! 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 Bruder, er hat einfach 50 Euro gerade reingehauen aus dem Nix, Bruder, in der Überraschungsmodus. Einfach aus dem. Oh shit, Digga. Küsst dein Herz, Limix, Digga. Was war das gerade? Ja, ja, weil. Was war das gerade, Bruder, aus dem Nix? Wir wissen halt jetzt, wer wir sind. Ja, ich denk mal. Aber. Aus dem Nix, Bruder, auch der Fuchs hier rein, Digga, Slim, ich küsse deine Seele, Bro. What the hell, man? Ich glaub, irgendwas da faul, Digga, weil dort hinten ist doch kein Heroin, Digga. Da ist unser Verarbeiter. Was ist denn da sonst noch? Warte, wir chillen jetzt. Irgendwann. Nein, wir tun so, als würden wir wegfahren. Jungs, wir tun mal kurz so, als würden wir wegfahren. Fahrt mal mit uns weg. Bro, vertrau mir. Fahr jetzt eine Runde bei Müllwagen vorbei und dann fahr zu unserem Verarbeiter. Weißt du? Ja. Fahr links. Nee, du hast zu Müll. Aber fahr du hinten rum. Fahr du hinten rum. Zu unserem Verarbeiter.
Ach, du willst direkt zu unserem Verarbeiter fahren? Ja. Direkt, vielleicht fahren die los. Der Beifahrer nimmt dann den Fleck ab. Fallen ist jetzt zum Seitenverarbeiter. Ja, hier können wir auch chillen, hier. Ja, von hier kann man glaube ich sogar runter gucken, oder? Ne, wir sind ja, wenn die hier lang fahren. Ja, von hier können... Können wir nicht, da doch, wo Dings... Doch, wir können hier runter gucken. Eis, da wo die Cops diese Dings gebaut haben. Ja, da ist eine Mauer, da können wir nicht mehr runter. Ne, aber können wir nicht da gucken? Wir können halt hier gucken, wenn die gefahren kommen. Und die Mauer ist wieder weg von den Bullen. Das dann... Alles gut, Mann. Ist so wie es hier. Wir fahren einfach rein, warten drinnen, Digga. Einfach Lucianokus hier in Auto reingesetzt. Was falsch, oder? Kann man hier links? Ne, man kann hier links, dann kann hier links. Ja, genau, warte einfach hier dann. Dann muss ich wieder schreiben. Lass, bleib hier stehen, schießen. Ja, Bruder, hier sieht er uns. Bisschen weiter zurück? Oder so, genau. Schlimmer, haut nochmal Fuchs rein, ich werd behindert im Kopf, Digga. Du die Hosen ausziehen oder was? Digga, Slim, ich küsse deine Seele, Bro. Warte, das ist haut so, nochmal vor. Haut nochmal vor, Vira. Ich weiß nicht, ich muss Hüsch schreien den ganzen Tag, Digga. Ich muss Hüsch schreien den ganzen Tag. Er hat einfach Huni gerade reingehauen, Digga. Er ist aus nix. Kurz Kommentator geworden. Golo, Golasso, 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 Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Slim, 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 Slim. Gol, 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 Gol. Wie, er weiß nicht was, für was er ich brauche neue Alert. Jungs, kurz Voting, soll ich Alert? Nummer von denen? Nur so Ronaldo einfach Tor macht, danach er stellt sich so dahin. Und ich mach diesen, ich schrei einfach Goal den ganzen Tag. Ey, ich feier das, Digga, ich mach diesen, ich mach diesen spanischen, den Kommentator. Doch, das ist gute Alert-Idee, das ist gute Alert-Idee. Digga, das wäre so lustig, ich schrei damit so Goal. Aber das war ganz kurz. Das wird so hart kommen, ich küsse deine Seele, Slim. Du hast sogar neue Idee jetzt reingebracht für Ding, für Leute. Digga, Domhaut auch 9. 9 Millimeter. Ich küsse deine Seele, Bro. Ich küsse deine Seele, Bro. Danke dir, Bro. Bruder, mein Bruder zerfetzt gerade eine Wasserflasche im Hintergrund. Ey, da ist er auch übrigens den ganzen Chat gerade gefixt, gell? Gefickt, Mensch. Danke, Dom, Bruder. Danke, Dom. Ich küsse dein Herz, Digga. Er hat auch einfach 9 Euro aus dem Nix. Aus dem Nix, Digga. Digga, lass doch irgendeinen von der Straße und der sich hier hinstellt. So, sorry, Jungs, der wollte mit mir diese Sü-Battle machen. Weißt du, was ich meine? Ja, scheiß drauf, der kommt nicht, dieser Motherfucker. Ja. Ey, Jungs, ich küsse eure Seelen, Jungs, ohne Witz. Lange nicht mehr Shoot gehört. Ja, jetzt ging schon ab, Digga. Oh mein Gott, Digga. Bing bong. Fuck your life. Serko macht einfach Sü hier rein, Digga. Ich küsse dein Herz, Serko. 6 Monate, ich küsse deine Seele, Bro. Aber mach dich direkt wieder aus dem Chat ab, sonst hier ist Meter, du weißt, was ich meine hier. Aber danke, Leute, wirklich für den Support. Alter, 109 Euro, that's crazy, Digga. Und ich wollte noch vor 3 Wochen kellnern gehen, wisst, was ich meine? Einer meinte, bist du dumm gestreamt, Digga? Ich so, ich weiß nicht, Digga, ich hab zwar Bock, aber ich kann keine EP mehr und sowas, weißt du? Und dann kam Theo und meinte, Bruder, du brauchst keine EP können, Bruder, komm hierher. Du musst nur ballern können und du musst ein bisschen Deutsch. Oh, Matt haut nochmal. Matt haut nochmal 5 Subs raus, ich küsse deine Seele, Bro. Küsse dein Herz, Digga. Bing bong, fuck your life. Das Problem ist, ich höre meine eigenen Alerts manchmal nicht. Gibt's hier hinten echt für Meth oder nicht Meth, Digga? Ich weiß nicht, vielleicht gibt's da was, Bruder. Küsse dein Herz, Bro, wirklich Matt, Digga. Hast schon wieder. Du hast eben gerade schon 10 rausgeballert, überlegen, Bro. Ich glaube. Jetzt nochmal 5 übertreiben. Und nicht, Bro. Richtung Flughafen war eigentlich mal eine Route. Genau hier ist es, Digga. Bei diesem einen alten Mechaniker, so ein Schrottplatz oder sowas. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, da war mal was. Kann sein, dass das immer noch da ist. Ja. Romello haut auch nochmal 10 Subs raus, Jungs. Wir haben schon wieder ein Goal erreicht, fast. Ihr seid zu früh. Bing bong! Oder ich weiß echt. Oha, Jungs. Jungs, Jungs, ihr chillt. Jungs. Weiß. Ja, Bro, ich geh ganz kurz pissen, ja? Jo. Ey, Jungs, halt doch auf, ich kann kein LP machen.
kein LP machen. Hört mal auf damit. Cristiano, that Matty macht den Pass und Slim, wir sind die Goal! Was ein Treffer heute Abend hier in twitch.tv/basic FC Bayern gegen CGF. Unfassbares Tor schon wieder. Wow, wir gehen in die Wiederholung. Goal! Ihr habt mich gefickt, Lux. Caramello haut 10 Subgifts raus. Dann haut Slim 10 Subgifts raus. Dann haut Matt 5 Subgifts raus. Ich hab keine Stimme mehr, Mann. Was macht ihr mit mir, Lan? Was macht ihr? Ich will RP spielen, Jungs. Chillt ein bisschen. Ich will RP spielen. Wir haben in einer Woche oder so oder zwei Wochen haben wir 200 Subs wieder erreicht, Jungs. Ihr seid crazy. Ich schwöre, ihr seid crazy. Ich mach mich aber jetzt los, super viel warte, Habibsi. Bruder, viel Erfolg. Ich hoffe, du gewinnst, Digga. Und komm hier bald mal hier auf Gambo Rambo ran, mein Lieber. Komm mal ran. Ich kann leider kein White, das wäre klein. Ich habe mein Guthaben verbraucht, hat Theo gesagt. Aber wenn du irgendwie klären kannst, Bruder, komm hier ran. Und sei es nicht so ein Discord-White, das kriegst du hin, Bro. Ich küsse deine Seele. Und Matt, danke, Bruder, für 20 Subgifts heute. Caramello haut 10 raus, Slam haut auch nochmal 10 raus. Ihr seid zu verrückt für mich. Bing bong, bing bong, bing bong. Ey, nein. Nein, hör auf mit diesem. Ey, lösch Ausrufezeichen 24. Du lösch Ausrufezeichen 24, Bruder, lösch das. 24 Stunden ist nicht machbar. 12 Stunden werde ich strugglen. 24 Stunden, Bruder, Hilfe. Was habe ich mir. Ich war noch jung, das ist unfair. Das ist lange her. Ich war noch jung. Kommen die Tage auch wieder. Was ist los mit dir, Digga? Der eine hängt nur im Wilden Westen, Digga. Und sowas löst, man. Komm mal ran. Digga, ZX macht einfach zweimal Ausrufezeichen und danach immer nur ohne H, Digga. 24 H müsste ich schreiben, aber wer macht es weg, Bruder? Ich kann nicht. Übertreibt nicht, Jungs, ich schwöre, übertreibt nicht. Ihr fickt mich. Bing bong. Digga, ich wollte gerade FE machen. 20, Digga. Boah, Jungs, jetzt chillt mich. Doch, war zwar die rein, Digga. Ich küsse deine Seele, Bro. Ohne Witz, Digga. Genau, da war es auf der anderen Schattenseite. Danke, Bro. Ja, ja. Jungs, heute ist echt ein komischer Tag, ohne Witz. Verschwendet, Zeit verschwendet. Heute ist ein guter Tag. Warum, Bro? Weil. Welcher Tag ist heute überhaupt? Welcher Montag. Tag ist heute? Montag. Warum bist du? Montag ist heute? Digga. Ja. Blocks gerne, danke. Ja, 20 Euro, 20 Euro, dein Herz. Tag. Einmal noch, Jungs. Nein, chill. Samstag ist der beste Tag und Sonntag. Chill, Jungs. Jetzt gleich verliere ich meine Stimme komplett. Nee, Samstag ist eigentlich der beste Tag. Chill. Ist auf jeden Fall gut. Ich mach mir da eh keine Sorgen, sobald es 1000 Subs gibt, geht Basic eh nicht mehr auf. Ice Sticky wird jetzt immer dein Garten laufen. Nee. So haben wir das nicht ausgemacht. Der kann euch auch sagen. Ich muss das pissen. Digga. Slim, Ronaldo, Messi, Ronaldo, Gol! Bruder, ich kann nicht mehr atmen, meine Nachbarn schlagen mich gleich behindert, Digga, auf dem. Digga, auch nochmal. Raus, Digga, ihr chillt nicht. 180 Euro. In wie viel Minuten? 2 Minuten, Alter, mein Hals ist weg. Ich muss Wasser trinken. Oder ich bin verrückter Typ. Jungs, es wird so ein neuer. Slim hat heute einen neuen Alert entworfen. Kommst du selbst erstmal angeschrieben, erster andere Level. Bruder, hier ist Cristiano Ronaldo hier gerade unterwegs, macht ein Tor nach dem anderen. Boah, mein Herz, Digga. Wasser. Und dann auch noch diese blaue von Aldi mit so viel Kohlensäure, dass dein Hals kaputt geht, Digga. Oh mein Gott, was habt ihr gemacht, Digga? Boah, Jungs, ihr fickt mich. So ein Goal nochmal. Er sagt noch einmal, Jungs. Es ist verrückt. 180 Euro in 10 Minuten, Alter. Ihr seid. Ich weiß nicht, wo ich bin gerade, Digga. Ihr seid zu verrückt, Leute. Ist viel zu verrückt. Also nicht. Und dann Hype-Trainer noch abgeschlossen mit 31 Subgifts, Jungs. Ey, oh mein Gott, Matt. Ich fahre mein PD an. Ich will immer nur kurz chillen, Digga.
Deadman läuft auf das Tor zu. Von links einer Verteidiger, Manuel Neuer. Manuel Neuer versucht zu halten. Oh! Matt macht das Tor! Der Weltmeister! Jungs, jetzt lass mich einmal bitte zum RP laufen. Ich kann nicht mehr. Ich weiß, welche so eine Bitch, die ganze Zeit Goal schreibt. Digga, und dann, es hört nicht auf, Digga. Ihr chillt nicht. Fuck your life, bing bang. Slim haut 5 Sub, gibt's nochmal raus, Bro. Ich dreh durch, Jungs. Ich dreh wirklich durch. Ich will doch RP, man. Die hassen mich im RP so hart, glaube ich, gerade. Die hassen mich gerade so hart, glaube ich. Digga. Was passiert hier gerade? Slim, danke für nochmal 5 Subgifts, Digga. Matt, danke für dein... Ey, Jungs. Vlogs 2020, haut nochmal 1 Euro rein, Bro. Danke, Vlogs, für 1 Euro. Ich küsse deine Seele, Bro. Was, ich gönn dir, Bro. Digga, die hassen mich, dass ich hier keine FP mit denen machen kann. Immer wenn ich zu denen laufe. Ich will gerade diese... Okay. Atmen, Kopfschmerzen weg. Ich küsse eure Seelen. Ich hab mich bedankt, weißt du? RP anfangen. Irgendeiner denkt sich. Golasso. Alle 34 Stunden Spam. Hab 2020 gemacht? Du hast 2020 bei diesem Text reingeschrieben, Bro. Reicht schon, danke, Bruder. Ich danke auch für deinen 1 Euro, Bruder. Ich danke dir sogar, dass du nur zuschaust. Das reicht schon. Ihr müsst hier nicht alle donaten und denken, das reicht. Das müsst ihr keine Pflicht, gar nichts, Digga. Allein, dass ihr zuschaut, ist schon überhaupt eine absolute Ehre, Digga. Aber diese ganzen Subs, was weiß ich was, Bruder. Tschüss, Digga. 2020 dreh ich Runden in einem Oh mein Gott, Bruder. Ein letztes Mal, ich höre ein letztes Mal. Ich gönn's nur noch bei euch jetzt. Ein letztes Mal, ich höre ein letztes Mal. So. Oh, we are NBA 2K right now. NBA 2K. Oh, we got Flocks running to the field. We got Flocks throwing. Whoa! Three-pointer! Michael Jordan in the house! Ich hab dir sogar Basketball gerade gegönnt, Bruder. Weil da war diese Ding. Mein Mikro ist abgefallen von diesen ganzen Geschrei. Mein Mikro hängt einfach. Hört ihr das? Mein Mikro ist einfach abgefallen. Ich schwöre bei Gott, mein Mikro hängt gerade mit dieser Schnur. Ich muss jetzt aufrollen. Ich werde eure Ohren raten. Oh mein Gott, hört ihr das? Oh mein Gott. Ihr habt mein Mikro gefickt. Okay, ich mach mein Mikro kurz dran. Theos, ich habe ihn schon geschrieben wegen Baumarkt. Er hat gesagt, er überlegt sich das. So, ich mach mir die Kacke jetzt hier dran. Mein Mikro wird gerade dran geschraubt. Hört ihr das? Aber es schraubt sich nicht richtig dran gerade. So, jetzt. Oh mein Gott, Jungs, ihr chillt doch gar nicht, Digga. Hört auf, wir kommen diesem ganzen Ding zu nah. Ich schwöre bei Gott, wir kommen dem ganzen Scheiß zu nah gerade. Wir kommen dem ganzen Scheiß gerade viel zu nah, Jungs. Chillt mal ein bisschen. Ich will wirklich keine Ding machen gerade. Karamell, glaube ich, 5 Sub gibt's schon wieder, Digga. Nur solange du noch mit dem Mikro bist. Ich bin jetzt fertig, Bruder. Küss deine Seele, Bro, ohne Witz. Ey, Jungs. Ich schäme mich immer dick viel, wenn ihr so viel donatet und so, weil... Digga, ich weiß, was gebe ich euch denn dafür zurück, Digga? Ich mache hier manchmal so Streams, wo der eine den anderen eine Kopfnuss gibt. Versteht ihr, was ich meine? Dafür donatet ihr, dafür sowas macht ihr Subgifts. Damit die beiden sich Kopfnuss geben, Bruder. Weißt du, was ich meine? Deswegen. Natürlich schäme ich mich, Digga. Was soll das? Puh. Oh, jetzt atmen wir einmal durch, Digga. Frag ich mich seit 3 Jahren, Bruder, mach trotzdem weiter. Ich küsse dein Herz, Bro. Küsse dein Herz. Guck, was die da machen. Guckt euch das an. Oh mein Gott, Alter. Boah, Freddy, Mann. Mach hier so Angst. Oder gehört er dir? Ja. Ui, sü. Digga, nicht schlecht. Die geht so ab, Alter. Das ist so ein krankes Ding. Meinst du ernst, geht die rund? Ja, willst du mal fahren? Auf geht's, Bro. Ich will mal so eine Probefahrt machen. Eigentlich mal Skyline bei uns in der Hut. Ey, die Karre sieht verrückt aus, Bro. Guck mal, einmal ist kein Mal. Nein. Ich tanze hier. Zweimal ist einmal zu viel. Boah. Muss einsteigen, Bro, oder soll ich so kurz einfach fahren? Wir kommen gleich wieder, ich muss Probefahrt machen hier. Aber pass auf, ist anders, Digga.
Oh jo, ich weiß, was du meinst mit Blitzer, Bruder. Oha, der klebt aber am Boden. Aber der ist auch gut am... Oh jo, was... Bruder, wie fährst du damit? Es fährt sich wie Autoscooter. Als wäre ich gerade hier, als würde es Eis sein. Okay, wo ist hier nächste Highway? Warte kurz. Ah, die ist vor uns. Oha! Der Sound ist auch krank, Digga. Was hast du für eine Geburt hier mitgebracht? Das ist ein Monster. Oha! Aber Bremsweg ist richtig scheiße, oder? Da musst du ein bisschen driften, dann kommst du auch um die Kurve. Ja, bei jeder Highway ist nur Kurven gerade, die Bastarde. 300? Passt. Okay, 280 ist eine Nummer, die muss man erstmal schaffen. Ja, Bruder, ich kann mir gut vorstellen, warum du kein Geld mehr hast, sag ich dir ehrlich. Kannst du ja, überhaupt bremsen vor einem Blitzer, sag mal ehrlich. Schaffst du das? Schwierig. Ja, der RS6 ist noch nicht mal fertig. Wie viel fährt der RS6? Auch 2,8. Nee, 2,50. Wayo! Oder einmal ausgerutscht. Feierabend. Ey, ich hab keinen. Aber ich hab keinen Kasten. Ich auch nicht! Nein! Ich hol Ding, der soll hierher kommen. Oh, ich hab auch nicht mal genug Geld dabei. Egal, wir machen kurz hier Ausflug, Bruder. Wir machen kurz Picknick hier. Caesar soll kommen. Ey, du chillst nicht, Bruder. Du chillst nicht, Slim. Du chillst nicht. Oh, doch, ich hab doch einen. Hast du? Oh, sehr wild, Bro. Oh, Slim. Ja, ich schwöre, jetzt reicht's hier. Was machst du zum Bitch gerade? Slim hat schon 3-0. 3-0 führt er. Läuft zum Tor. Cristiano Ronaldo, 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 Messi, 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 Ronaldo, 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 Messi, 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 Bruder, weißt du was, ich mal bei so einem Fußballspiel? Im Stadion oder so? Nee. Ich war einmal so hier in Los Santos, da hat mal so spanische Mannschaft gespielt, weißt du was ich meine? Ja. Und ich war mit meiner Tante, die ist Spanierin, Mexikanerin, ja, weißt du? War irgendwie aus Spanien, keine Ahnung. Und die hat es gefeiert und die, weißt du, die hat eine Stimme, die hat einfach geschrien, weißt du? So mit Herz und Seele. Und genauso habe ich auch gerade, ich habe mich gefühlt, als hätte ich genauso gerade geschrien. Okay. Mein Hals ist leer, mein Kopf ist leer. Ich hab keine Luft mehr. Willst du kurz fahren, Bro? Ja, ja, ich fahr. Alles gut. Oh. Bruder, habt ihr das gehört, wie lange ich das gemacht habe? Das hätte sogar noch weiterziehen können. Ich hätte sogar noch weiterziehen können. Bruder, ich küsse deine Seele, Bro. Du hast gerade 200 Euro oder so donated. Ich kann ja gar nicht mehr mitzählen. Du hast 250 Euro, Digga. Du machst mich verrückt im Kopf. Bruder, sorry, ja. Also, alles gut, Digga. Ich fahr mal kurz hin. Heute ist ein komischer Tag. Stimmt, schon mal mit zu so einem Fußballspiel, Bro. Ja, easy. Hat dieser Skyline dieses hier, ist es hier eingebaut worden bei euch? Was? Dieses Mikrofon hier. Ist das für deine Freisprechanlage? Ja, ja, klar, hat alles. Heftig, heftig, Bruder. Warte mal, kannst du, ich drück mal hier drauf, gell? Ja, ja, mach mal. Dann zeige ich dir, wie meine Tante das letztes Mal meinte. Mhm. Cristiano, 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 Messi, 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 Cristiano Ronaldo, Messi, 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 gol! Wo seid ihr alle? Er hat Kopfschmerzen bekommen. Was ein perfektes Timing. Und wenn er gleich wiederkommt, sag ich, was meinst du, Bro? Hast du getrippt? Ich glaube, dir geht's nicht gut. Ich glaube, du brauchst Kopfschmerzen-Tabletten. Ich verarsche den gleich komplett einfach, Digga. Was ein Tag heute, Digga. Oh, Digga, ihr habt mich gefickt heute ohne Witz mit diesen Donations und so. Guck mal, wie behindert. Das ist vor allem, umso mehr ihr donatet, umso dümmer werde ich im Kopf, weil ich umso mehr meine Luft verliere. Der Alter. Der Mann schon, so. Ja, der hat nur irgendwie gemeint, ich hab schon gesagt, hab da geguckt, irgend so Scheiße.
Ja, warum fährt denn die ganze Zeit hier so komisch rum? Alter, Jungs, Slim, wirklich, Bruder, was hast du mit mir veranstaltet heute? Jetzt mal ohne Witz. Sein Hut kein Hoch. Rama macht einfach Touchdown, Diggi, Vote. Geil, Alter, geil. Ich glaube, ich kann den Namen von ansprechen, dass selbst der wenigen Streams pro jeder einzelne Cent von uns an dich absolut wert ist. Ob 100 Streams oder auch nur 10, wir fühlen uns immer voll entertained, deswegen machen wir damit weiter. Bleib so, wie du bist. Bruder, ich weine gleich. Hör auf damit, Bruder. Ich küsse deine Seele, Bro. Way, yo, Broski. Leute, ohne Witz, ich weiß nicht so, ich finde, ich fühle mich so schlecht, aber dann habe ich auch nicht so Ding zu streamen. Ja, Bro? Kommen wir zurück in den Hut. Ja, ich komme gleich, Ding hat Kopfschmerzen wegen der Stadt. Ich hau mich zwei Faust kommen Richtung Rutter. Was da auch. Ach, Jungs und Mädels, ohne Witz, danke für alles, aber ich küsse eure Seelen. Ihr seid verrückt, Leute, ohne Witz, ihr seid wirklich verrückt. Wir kommen gleich morgen Talker von Mann, weil ich wieder mein Money im Internet ausgegeben habe. Bruder, pass mal auf, was du dein Geld machst. Jungs, gebt euer Geld nicht hier aus. Ihr verschwendet es hier nur bei Basic. Das macht keinen Sinn. Weil ich will diesen 24 Stunden, ich habe Angst davor. Sag ich ist ehrlich. Auf jeden Fall nice, ja. Was meinst du, Bro? Ja, ich es ist nice. Was meinst du? Hast du Kopfschmerzen gehabt, oder was? Ja. Ach. Hast du da eine Freisprechanlage gehört oder sowas? Was hab ich? Irgend so eine Freisprechanlage oder was? Ja. Sind die alle hier? Ja. Ja, die boxen sich. Oder was machen die hier? Warum rennen die so? Boxen. Ach, die boxen sich? Oh, ja. Das ist echt nicht schlau, hier sich zu boxen, Bro. Wirklich nicht. Hast du Instagram? Ja, einmal ausweichen. Wir wollen jetzt doch mal in die Hut von den Fahnder oder. Anwesen, was okay, können wir machen? Ich fahre mit Freddy in dem Skyline. Ja, okay. Wir können meinen Urus fahren. Ist der Urus offen? Jetzt. Braucht ihr den Audi? Oder habt ihr genug? Ich glaube, wir haben genug. Gucken jetzt gleich einfach mal. Also, ey, ich box euch mal nicht, wenn wir jetzt Ding fahren. Ey, Vince, was machst denn du jetzt schon wieder mit? Vince, komm da zurück, du ekelhaft. Ja, das shit, man. Bruder, wenn ich dich noch einmal boxen sehe, schieß, dann haben wir wirklich ein Problem. Bei Faust, Jungs, bei Faust. Das ist Jordan. Ach, Jordan. Ausklären. Ey, ich glaube, die Bullen kommen hier gerade. Nee, kommen die nicht. Ja, ich dachte, wir fahren jetzt in deren Hut, oder? Hab dich nach Homestay aus den Augen verloren, also hast du wieder nicht. Bro, danke, wirklich. Freut mich aber auch, dass du mich wieder gefunden hast nach Homestay. Finde ich verrückt. Soll ich fahren, oder was? Nee, du fährst gerade, oder? Ich kann fahren. Ja, fahr du, Bro. Nee, fahr du. Ich bin besser am Schießen. Und mit der Karre, Bruder, fährst du am besten du, oder bevor ich wieder in so ein Ding reinfahre. Ja, warte, ich mach ihn euch an. Ist der Urus offen, aber? Dann hast du ganz, ganz schön wilde Zeit, vielleicht hier verpasst. Nochmal in die Hut hochfahren. Wir fahren noch 14 Minuten Zeit. Heute super chaotisch, aber. Ich komme in Audi rein. Follow back, Bro, bin der Edonis. Edonis. Woher kommt mir der Name bekannt vor? Edonis. Der Name kommt mir gerade richtig bekannt vor. Hast du eigentlich eine Karre? Ja, der Urus gehört mir, ich habe Maybach. Auch 3-4 Karren so. Oh, nice. Sind wir ready? Zählt jemand oder sind wir ready? Wir sind alle da, Jungs. Irgendwie gefällt mir das auch besser, wenn mehr Autos sind, weil dann können die uns nicht so leicht ficken, wenn die nur einen Fahrer bekommen. Weißt du, was ich meine? Ja. Ui. Bruder, was machst du hier gerade eigentlich? Ich ruf gleich Elon Musk an, ohne Witz. Er fährt hier Rakete. Hä? Digga, du hast den Bösen. Ist der gerade ein. Du hast gerade einen. Ja, irgendwie. Das war das nicht, das war der Urus. Und der Urus ist immer noch vor uns. Kolonne auflösen. Ja. Löst euch auf. Kolonne auflösen. Alles cool, ja, wir können weiterfahren. Ja, aber wenn du hier Kolonne fährst, Bro, ich weiß, ob du das weißt, aber wenn du hier Kolonne fährst, dann kommen alle Bullen. Alle. Ja, wir warten okay. Hier was bei der. Dann zahlst du 3000 Strafe. Warum? Weil du weil die dann sagen, dass du einer kriminellen Organisation angehörst. Und dann nehmen die dir auch alle Waffen weg und sowas. Ja, was ist denn los? Wo ist der Audi?
Geht's dem Audi noch gut, Jungs? Wo ist der Audi? Ich hab, der ist bei dem Bullen. Der muss reparieren. Achso, ja gut. Wir haben dein Auto innerhalb von einer Minute kaputt gemacht, Bruder, ging schnell. Ihr seid. Ey, wie fahrt ihr? Digga, American. Ey, wer fährt denn gerade? Ich muss das nicht sein Leben. Bruder, dein Auto ist das zweite Mal kaputt in einer Minute. Das muss man erstmal schaffen, Alter. Aber die sind schon stylisch hierher geflogen, muss man schon sagen. Ich scheiße auf die gefahren jetzt einfach. Selber schuld. Ja, hat noch einer einen Kasten? Ich hoffe, die haben einen Kasten. Ey, die benutzen gerade einen. Ja, scheiße drauf, ey, ich schaff gleich auf. Die können so mit 100 Sachen hier hochfahren. Links ist so ein roter Skyline, der beobachtet uns die ganze Zeit. Ja, Klassiker, Bro, mit den Jungs, ohne Witz. Okay, seid ihr bereit? Aber wenigstens gewinnen wir die Kriege dann. Ja, Abfahrt. Ein roter Skyline könnte zu denen gehören. Weiß, bin mir nicht sicher. Okay, auf geht's. Dann krallen wir uns das Skyline. Die können ihre Wagen auch umlackieren, ne? Maske anziehen, nicht vergessen, ne? Hast du jetzt eine? Ja. Okay, perfekt. Ja, bei dem Auto sieht man eh nichts. Ja, pass auf, hier vorne ist ein Blitzer gleich. Jetzt musst du langsam werden. Unter 100, Bro. Die eine Hälfte von rechts, die andere Hälfte von links. Ja, fahr rechts. Jeder Oberteil auf. Da fährt ein Auto weg. Warte mal, bei der Tankstelle direkt. Na, no, da bleiben wir dran, oder? Da ist nichts. Das sieht auf den ersten Blick leer aus. Ja, ich glaube, es war nichts. Wird nichts. Schon wieder keiner drin hier in der roten Straße rauf. Ich liebe diese Mörderboys gerne. Sie wissen und merken, warum. Snakes, nein. Da sind so paar, die sind so 12, 13, vom, wie sie sich anhören. Ja. Und da sind auch so ein paar, die rasten einfach permanent aus und dann sind so solche Aktionen unterwegs. Der rote Skyline, so Sachen passieren hier, das macht Spaß, ohne Witz. Das hält es alles frisch, sonst wäre es langweilig, wenn alles immer klappt. Oh! Rote Skyline beim Highway. Wo ist der hoch? Beim Highway, Papa. Yo! Der kommt zurückgefahren. Okay, fahr hinterher. Reifen kaputt. Dein Auto ist kaputt. Boah, Digga. Was meine ich mit Autoscooter? Der dreht sich so schnell. Ja, schön, Jungs. Ist das einer von denen? Ja, von der fährt nicht so weg. Der hat uns gespottet halt. Hast du auch Blitzer? Boah. Hast du 70 Dollar. Okay, immer noch gut, Bruder. Das hast du gerade 300 bezahlt. Fahren die jetzt hier runter? Da vorne, oder? Siehst du den da ganz vorne, der rote? Hä, wieso wo ich den? Alles gut? Hier links. Ah, Blitzer, aua. Da ist er doch. Warte. Kommt Digga. Hier, tu so, als würdest du dran vorbeifahren. Fahr einfach an ihn vorbei. Okay, fahr einfach vorbei. Oder warte, bleib stehen. Ficken, wir können den Easy ficken. Okay, hopp, fahr weg. Haben wir gefickt. Einfach die weg jetzt. Weggefahren. Die Cops sind einfach weggefahren. Wir gucken gleich, wir kontrollieren die gleich schon mal, wenn wir zurückfahren. Okay, fahr mal langsam so zurück. Dann krank. Okay, wende, fahr wieder zurück, weil wir nehmen deren Ausweise und sowas mit. Hier macht man das so, weißt du? Wo kommen wir jetzt wieder hin? Ja, genau. Ihr könnt hingehen, wir gucken, ob die von der Brücke jetzt angefahren kommen. Zieht dein Autofahrer daraus. Ja, wir gehen dahin. Ich hab beide erwischt, Fahrer und Beifahrer ist weg. Der Zugfahrer ist da. Da kommt ein Auto von der Brücke. Die schießen aber nicht direkt auf die, schießen nicht direkt von die. Fahr mal ein bisschen näher an das Auto dran. Jungs, geht weg! Verpisst euch da. Okay. Macht's ab. Da kommt ein Oh ja. Jungs, da sind einige Autos jetzt hier. Wo seid ihr denn? Okay, wir fahren jetzt Richtung Stadtpark, wir fahren jetzt weg von denen. 04, direkt 04. Ey, die verfolgen uns, Jungs, wo treffen wir uns? Ey, alle CGF-Hood sammeln, wir werden von denen verfolgt. Alle CGF-Hood. Ach, fuck. Alles gut?
Ja, Blitzer! Bruder muss langsam. Sind da noch? Auf jeden Fall habe ich zwei Kills. Die sind bei der Leiche, die sind bei der Leiche wahrscheinlich. Ja, ein paar von denen haben uns auch verfolgt gerade. Ist einer von euch der Uwe bei der Mutter? Ist einer von euch der Uwe da vorne bei der 04? Ne, wir sind alle weggefahren, wir sind alle Hood. Jungs, Pili-Brücke, die sind hier alle, Jungs. Komm. Ey, aber das sah nicht aus wie diese Mafia-Jungs, sag ich euch spielerlich. Halle, haltet mal kurz die Fresse. Haltet die Fresse, bitte. Danke. Das sind Vipers und Locus. Haben wir die Falschen gefickt? Ja, super, Jungs. Wenn ich noch einmal höre, dass es die Safes sind, dann trete ich eure Gesichter. Wer sagt es die ganze Zeit? Weil ich da gerade bei denen bin, da wo wir die gepoppt haben. Ja, aber warum poppen wir die, wenn wir nicht wissen, wer die sind? Warte, sie müssen hier irgendwo. Ihr seid doch CGF, oder nicht? Ja. Du schießt nicht noch für das Kartell, ne? Nein, wir haben heute mit denen nichts zu tun. Lass doch erstmal wer seid ihr? Irgendwo, oder macht das keinen Sinn, ich sag euch ehrlich. Er hat gerade gesagt, wir haben heute nichts mit denen zu tun? Ja, hier ist das so ein. Wie sagt man? Aber so, Jungs? Ja. Habt ihr heute auf Vipers geschossen? Nein, wir suchen. Ja, doch, das haben wir geklärt. Das war aus Versehen, die haben auf uns geschossen, aber dann hat sich geklärt, dass wir uns nicht suchen. Wir haben dich getroffen? Genau. Nee, Bruder, wo war das denn? Das war bei der Brücke. Hier sind 15 rote Autos. Welche Brücke? Unten, ja, warte, chill mal ein bisschen. Das sind Lotto, meinst du bei dieser Rancho Projects? Die wollen genau. Auf uns nicht. Ja, aber die haben geschossen, Bruder, und dann haben wir uns gewehrt, aber das hat sich innerhalb von 20 Sekunden wieder geregelt. Na gut, wäre ich draufgegangen, dann wäre es halt nicht so geil gewesen. Aber kann ich verstehen, Bro, aber ich weiß nicht, ob du zu denen gehst, aber die haben halt auf uns geschossen, aber das hat sich halt geklärt. Ich gehöre zu 99. Ach so, ja, aber dann haben die auf euch geschossen, Bro, nicht wir. Ne, ich stand ja hinter denen. Und ich bin weggefahren und das... Der eine von denen... Ja, aber ist ja nichts passiert, oder? Nee. Ich war nicht bewusst, Bruder, soll ich sagen. Kurz vorm bewusstlos werden, weil ich wirklich sehr viele Schüsse abbekommen habe, aber... Same, sag ich dir ehrlich. Aber missverständlich passieren, egal. Aber gut, dass nichts passiert ist. It happens, egal. Ja, frohe Weihnachten, neues Jahr, schön Ding, happy Ostern, keine Ahnung. Oh, Digga, das waren schon wieder $500. Warum? Ach, wegen Blitzer? Ja! Oder nächstes Mal, lass mich fahren, sonst... Ach, Digga. Egal, du lernst mit jedem Blitzer, du lernst mit jedem Blitzer, wo du nicht mehr reinfahren darfst. Hey, ich bin zum ersten Mal Minus. Geil. Oh, nach der war ich auch vor einer Woche. Ab jetzt wird's gefährlich, weil wenn du bei 10 bist, haben wir ein Problem. Nee, da werde ich nicht hinkommen. Ich fahre morgen Müllauto. Ehrlich jetzt? Ja klar. Dann hättest du echt heute an der Lima Route fahren müssen einmal. Das ist 10-mal so gut wie Ding. Ja, aber keine Zeit. Man muss da Prioritäten setzen. Na, ist auch wiederum recht. Ja, übermorgen machen wir Route, dann machen wir mal ein bisschen Cash. Ja, bis dahin sollte es ja klappen. Na. Also, ich habe jetzt zwei Leute von den Vipers auseinandergenommen oder was gerade? Schon wieder oder was? Ja, warum habe ich da auch auf die geschossen? Irgendjemand schreit, die schießen, dann haben wir die gejagt und irgendwann habt ihr gesagt, ja, die sind da allein, habe ich die abgeknallt. Das war wieder derselbe, ne? Der hätte gesagt, das sind die safe. Er hat es schon heute zweimal gesagt. Wieder der Spotter oder was? Nee, das war der Dings da, der. Vincent, glaube ich, heißt er. Ja. Oder? Ich weiß nicht. Mit der nice Stimme. Ne, die sind weggefahren, hat Dings Vince, glaube ich, auf die Reifen geschossen, weil die nicht stehen geblieben sind. So, wir wollten die ja nur ansprechen und fragen, wo wir sind, aber wir die fahren weg. Hat Vince auf den Reifen geschossen und dann, Ja, alles gut, ich hab das jetzt geklärt gehabt. Das sind halt Vipers, die sind auch im Krieg, die schießen da auch, Gegen wen sind andere, die? Weil da sich irgendwelche Leute das Heroinfeld schnappen wollen. Aber wir müssen jetzt auch aufpassen. Jetzt kommen... Warte, ja. Was? Erzähl. Wir müssen jetzt auch aufpassen. 64 wird die ganze Zeit hier rum, sorry, Bruder. Es kommen noch, jetzt alte Gruppen wieder, sag ich mal, Black Diamonds, und die sind jetzt nicht das größte Problem, aber die kommen wieder mit Mannstärke und das könnte jetzt nervig werden, wenn die sich dann mit anderen Leuten... Weil sie auch eine Route haben wollen. Genau. Black Diamonds wollten damals immer schon Routen haben, haben dann nur von Blanca damals welche bekommen, aber Blanca arbeitet ja mit Demons also, zusammen. Ja, das ist halt das Ding, das ist, wenn es wieder mehrere Gruppen gibt, dann gibt es erstmal wieder diese Frontation zwischen den Feldern. Und nur bei uns, weil wir halt ein bisschen weniger sind. Wer will schon das Opiumfeld haben, wo Blanca und Demons sind, die gut besetzt sind. Heroinfeld sind Vipers und Vatos Lucus auch gut besetzt, sehr gut besetzt. Und halt Culiacán und Schaltzentrale wird nie angegriffen, nie.
Das ist schlechtes Glied in der Klette, natürlich wollen die bei uns rennen, das ist der einfachste Weg. Bro, ich küsse deine Seele, Bro. Ja. Das wirklich ohne Witz, das kann dir das echt nicht genug sein. Dass wir die zwei abgeknallt haben, das waren Vartos Locus. Ja, das haben wir ja gerade mitbekommen. Bro, ich sag dir ehrlich, wir können diesen Vipers anbieten, dass wir die... CGF, wo seid ihr? Und meine Jungs. Wir sind das CGF. Also wir können den anbieten, dass wir so einen kleinen Pakt eingehen. Die haben ein Feld, wir haben ein Feld. Und die wollen ihren Feld nicht verlieren, wir wollen uns das nicht verlieren. Und ich sag mal so, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir gleichzeitig angegriffen werden, also die, ja, und wir? Dann machen wir wieder dritten Weltkrieg aus. Es gab schon zwei Weltkriege. Aber juckt uns das? Aus, dann muss Kulia Khan auch wieder mithelfen, weil es wurde ein Pakt sogar geschlossen mit allen Familien. Kulia Khan war der Leitfaden dieses Paktes. Und hat gesagt, nur so und so viel Geld müssen an die Leute bezahlt werden, diese 5.000 und 6.000. Mhm. So und so viele Gruppen dürfen bei einem Feld mischen, 2. Das sind halt so Regeln, die beschlossen wurden. Ja, klar. Am Anfang. Und da können wir jetzt nicht mit Vipers sagen, wir machen das und das. Und also Horner, Ärger von Kulia Khan. Ganz, ganz kurz. Wer ist dem grünen Nissan gefahren? Ich hier. Wer? Ich. Du hast auf die geschossen, oder? Ich hab die beide abgeknallt, ja. Okay. Das waren Vartos Locus. Ich hab das mit denen jetzt einfach geklärt, weil die haben gefragt, wieso die mich gefragt haben, habe ich ja denen aber erklärt, dass wir das alles getan haben, und dann haben die gesagt, ja, alles cool. Es ist alles cool, es ist irgendwie nix, irgendwie was dazwischen. Wir haben das jetzt, also ich habe mit denen das jetzt geregelt. Mhm. Wir sollen einfach for real aufpassen, dass wir nicht die falschen Leute abknallen. In dem Fall waren die halt selber schuld, weil die nichts gelabert haben. Ja, direkt abgehauen, dann haben wir... Ja, bei deren Pech haben die ja verstanden, und in Zukunft müssen die halt sagen, genauso wie die auf uns geschossen haben und wir das dann geklärt haben. Da hätte bei uns ja auch jemand down gehen können. Nur weil die nicht treffen können, deren Schuld. Weißt du, was ich meine? So, aber ja, was soll ich dir sagen, Bruder? Wenn ich noch einmal im Funk höre, safe oder so. Okay, jetzt war es ja noch okay, weil jetzt sind die weggefahren. Aber wir müssen uns wirklich sicher sein. Eben gerade... Ich habe das Gefühl, dass wir dick verarscht werden. Ich habe das Gefühl, dass dieser Fabian gerade knallhart auf seinem Sofa liegt und Netflix guckt. Und wir hier den ganzen Tag rumfahren und jemand meint, ja, safe, die fahren hier rum. Und wir fahren die ganze Zeit den Vipers hinterher. Schon das zweite Mal jetzt irgendwie. Ja, aber Bro, das fuckt mich halt ab. Das ist ein Kartell, die meinen dir, das Meth-Feld angreifen zu wollen. Und dann sind die so ekelhaft und kommen nicht, also mehr... Ja, aber was sollen wir denn machen? Dann rennen wir doch nicht hinterher. Wir sind doch keine Pussys. Der Knochen kommt doch nicht zum Hund, Bruder. Verstehst du, was ich meine? In Zukunft machen wir unser Feld, und wenn die kommen, ficken wir die. Und wenn die nicht kommen, dann haben wir Glück gemacht. Ich schreib den jetzt einfach per Nachricht, du Hurensohn, wo bist du? Das wird's jetzt auch richtig bringen, Bruder. Er wird dir sagen, du Hurensohn, ich suche dich, wird er sagen. Nein, das ist gar nichts. Bro, wie kann eigentlich sowas hier noch leben auf der Insel? Jeder ist hier so, wie kann hier sowas leben? 90% existiert, das ist wie ein Virus ist das hier. Ich hab einfach jetzt den geschrieben, wo seid ihr? Ich dachte, ihr sucht uns. Ja, der wird dir sagen, wir suchen euch schlau. Wir kommen nicht raus, wenn wir nicht genug sind, und so ein Quatsch. Ich habe die schon längst gesehen. So eine Kolonne sieht man direkt. Das, ja, vielleicht sind die im Norden irgendwo am Verstecken. Das kann ja genauso sein. Oh, wenn die jetzt in der Rutsche sind, die ekelhaften Wichser. Ja, die werden jetzt safe wiederkommen. Warum denn? Ah, die ekelhaften Kakerlaken. Ja, Bro, jetzt so um diese Uhrzeit wird schwierig, nochmal rot zu stürmen. Dann sagt der Arzt wirklich, dann ist es vorbei. Ja, was sollen wir machen? Drogentag ist vorbei. Auf den nächsten Drogentag warten wir so. Bringt uns. Aber das Ding ist auch wieder, wenn wir jetzt wieder Leute ranholen fürs Meth-Feld. Und die dann halt wieder die Leute abknallen an den Verarbeiter, verlieren wir auch wieder Kunden, ne? Aber wir machen auch dick Geld, also ich weiß nicht, ich bin dafür, dass wir jetzt, wir gehen ganz normal arbeiten, verteidigen, Bruder. Gehen wir ganz normal arbeiten, genau. Dafür wäre ich auch, weil guck mal, die haben keine Arbeitspartner mehr, die können sich sogar keine mehr holen, weil alle anderen entweder auf einer Route sind oder viel zu schwach. Ja, Netzwerk, keine Ahnung, Netzwerk ist halt, gibt's auch noch. Netzwerk schießt auch nicht gegen uns. Da ist Jack Taylor und Luca, alles gut. Die schießen auch nicht gegen uns. Bro, bei Geld ist immer. Ja, aber bei anders. Jack Taylor nicht. Der ist da, glaube ich, der ist irgendwie so der Stellvertretende.
Und die machen das auch so zusammen, so wie ich und du. Und ich und Jack Taylor, ich hab den früher so oft aus der Scheiße geritten, der wird mir da, also ich hab da einiges gut bei dem. Ich meine, jetzt Respawn-Videodate hat man eine 60-minütige Kampfsperre. Heftig. Heftige Regel. Heftige Regel. Ja, Bro, alles gut. Aber ich habe keinen Bock mehr, den Leute zu jagen, zu suchen den ganzen Tag. Das nervt. Na, no joke. Lieber ziehe ich mir 4-5 Joints rein und crawl meine Eier, bis ich... Nee, ich habe wirklich keinen Bock mehr drauf. Das fuckt mich einfach nur noch ab. Also, die letzten Tagen, ja, okay, die haben halt... Die haben es klug gemacht und so. Aber heute, das war ein bisschen... Ich werde mich gleich einfach in mein Bude setzen und eine ganze Flasche Bacardi sippen, Mann. Und dann sehe ich es jetzt schon kommen und dann kommen die, wenn gleich alle weg sind. Ich werde einen dicken Bubas rauchen. Wir haben doch eigentlich ausgemacht, dass wir die nur am Drogentagen angreifen. Ja, ja, machen wir auch so. Also haben wir jetzt auch erstmal Ruhe. Ich würde sagen, wir fahren in die Hood zu uns. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch kommen. Wir haben jetzt so ein paar Sitzplätze. Nee, wir haben so eine Challenge. Dann können wir ein bisschen paar Bierchen kippen und ein bisschen feiern. Ich habe gesagt, ich habe nichts zu feiern gerade. Sag dir ehrlich, also korrekt für die Einladung, Bro. Aber nach heute. Was sonst machen, was, ja. Ja, safe, safe. Überleg ich gerade. In der Hut bei mir und sauf ein bisschen. Ja, ich war erstmal mit den Jungs hier, vielleicht kommen wir später dazu oder so. Ja, alles gut, Mann. Ja, ich weiß nicht, was wir noch sonst machen sollen, ne? Bringt halt gar nichts. Wie schon gesagt, die sollen lieber zu uns kommen. Alright. Dann fahren wir mal, ne? Yes, sir. Rein. Ciao, ciao. Hi. Haut rein. Wir sehen uns. Peace. Rein. Ich weiß, was wir machen. Was denn? Wir gehen jetzt Paintball spielen. Nee, Bro, bin ich gar nicht dran. Warum denn nicht? Bin ich gar nicht für Paintball. Ey, Paintball ist scheiße, sag ich ehrlich. Ey, was hier Pussys, ohne Witz. Letztes Mal war doch diese Ding. Letztes Mal war doch Laser Tag. Jetzt gibt's neue Paintball. Ah, echt? Ja, jetzt was anderes. Nicht das von letztes Mal. Okay, dann können wir gucken. Hey, Bro, ich bin nicht raus. Wie langweilig, Bruder. Ich weiß, sag dir auch ehrlich, ich weiß gar nicht mehr, was wir machen sollen, außer die zu jagen. Ich habe nur noch die in meinem Kopf, das ist wie so ein Tunnelblick. Habt ihr noch andere Vorschläge? Ja, wir können ja Paintball ausprobieren. Also ich könnte auch eigentlich... Jungs, die Autos entweder einpacken oder im Hof. Ah, lass mal Funk raus. Lass mal unser Funk, Digga, keinen Bock auf den. Was ist ein Euro? 42069. 42069, Bro. Ja. Was wolltest du gerade sagen, Freddy? Ja, ich glaube, ich würde für meinen Teil, dass ich auch langsam in eine Bude gehen. Ich wäre dafür. Easy, Bro, dann mach das, Jungs, keine Ahnung. Ich glaube, ich mache mich auch nicht mehr lang. Dreh noch ein paar Runden. Warum müssen wir Geld machen, Mann? Aber gönn mal dein Ding, dein Skyline für heute, lad den mal aus. Was soll ich dir gönnen? Den Wagen. Welchen? Den Skyline. Wo ist der Skyline überhaupt? Ja, den habe ich eingepackt gerade, aber ich kann den holen, wenn du ihn fahren willst. Ah, was, dann scheiß drauf. Alles das Skyline fliegt auf jeden Fall nice. Ja, ihr könnt auch mein Lambo haben, wenn ihr wollt. Hast du ein Lambo? Ja. Auch? Was hast du für einen? Fuselago. Oh, den ist auch nicht gefahren. Ich hol ich den mal her. Ey, ich hab einen Kontakt, der hat 10 Lambos. Ey, Sticky, bist du Sticky? Was geht, Bro? Danke für deinen 22 Monat. Du weißt, Küsschen, links, rechts. Wo ist der überhaupt, der Sticky hier, Alter? Was hast du gesagt, Bro? Nicht schlafen. Ich glaube noch nicht, nee. Noch ein, zwei Runden würde ich hier noch drehen, oder nicht, mein Herz? Ja, weil ich würde ja gerne in deiner Bude hier ein bisschen was rauchen. Lass später machen, Bro. Also, ja, safe, du kannst auch jetzt gehen und dann treffe ich dich später, auch gut. Aber jetzt gerade würde ich noch ein paar Runden drehen. Warte mal ganz kurz. Ja. Wenn Pen, weil mies Kopfschmerzen, müssen wir noch kurz stellen. Easy, Bro, easy, kann ich nachvollziehen. Wenn du wüsstest, was hier gerade für O's kam. Das ist eigentlich besonders, dass es länger bleibt, da bleibt als der Rest. Boah, weiß ich gar nicht, muss gleich.
Dass einfach jedes Auto grün oder ist vorbereitet, der Boss. Ehrlich, der ist nice. Ist so geil. Ja, sieht fresh aus. Wurde der Sound geändert? Was hast du gerade gefragt, Bro? Nee, ob andere Auslage drin ist. Ah ja, warst du beim Tuning? Achso, ja, ja. Ich hab ein bisschen was machen lassen auf jeden Fall. Nur noch drehen? Ja, ja, fahrt ruhig, alles gut. Kurz mal Blitzer sammeln, warte. Mach keinen Scheiß, Digga. Bin schon im Minus. Die Rechnung kriegst du dann, ne? Die Rechnung krieg ich. Wer? Ach, krieg ich die Rechnung nicht? Ja, ja, ja. Dann viel Spaß. Du kriegst die Rechnung. Krieg die Rechnung. Komm mal, Meta Freddy, gell? Nee, du kriegst, ja. Er kriegt die Rechnung, keine Sorge, Bruder. Der Fahrer kriegt die Rechnung. Okay. Ich hoffe, du kriegst die Rechnung, du wachst morgen auf, du bist minus 5000. Ciao. Das wäre schon hardcore lustig. Ja. Pass auf. Jeder kann sich immer so eine schöne Wohnung, weil da hinten die ganzen Wohnungen sind frei. Weißt du, ich meine, kannst du eine aussuchen, Bro. Ja. Und später, wenn du hier richtige Racks gemacht hast und 18 Leute geklatscht hast, dann kannst du dir auch ein Haus aussuchen. Reparatur-Kits? Oh, verarsch mich, Digga. Oder du hast dem das gegeben, der gerade in die Wand geflogen ist neben uns, ja? Wollte ich nochmal sagen. Nein, echt jetzt? Ja, doch, doch. Aber mach dich keine Sorge, der Auto ist immer wieder in der Garage schön. Es wird einmal abgeholt. Nachts gibt es immer so fleißige Mitarbeiter, die dein Auto dann zur Garage bringen. Stabil. Das will ich mein Auto auch nie rauspacken. Ich habe immer alle vier Autos draußen. Wollt ihr den Nissan auch noch haben? Ja, wenn wir jetzt schon hier sind, kannst du mit den ruhig mit rausgehen, kann ich deine Scheiße bauen. Ja, ja, mach ich. Aber ja, wenn die Blitzer an Kennzeichen gekoppelt werden, Bruder, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich tot. Oder müsste so Haftstrafe, müsste meine Leber verkaufen, müsste irgendwelche NFTs releasen. Oha. Ja, ja, ich habe mich damit auseinandergesetzt hier in der Hood. Okay. Wir machen Gangster-NFTs, Bro. Nice. Bist du dabei? Ich bin dabei. Eben. Ich wollte gerade mal, willst du mal meinen Maybach sehen? Hast du den eigentlich mal gesehen? Ah, Sandwich! Alter! Also, das finde ich gut, dass du die schnellen auch Karren hast, weil ich habe nur die fancy Karren, weißt du, was ich meine? Fahren aber nicht so schnell. Was ist das? Was macht denn auf? Der ist schön, ja. Ich krieg die Karre nicht auf jetzt, guck mal. Geht ab, oder? Muss Motor anmachen, Bro. Fährt sich aber auch geil, finde ich. Ja, ja, ja. Oder hat da jemand Laserschwerter? Na klar. Na klar. Was ist mit dir los? Oder wo sind die Jedis? Was hast du denn? Laserschwert. Ach du heilige Scheiße. Heftige Nummer, Bro, ohne Witz. Du kannst auch dein Auto abschließen. Den Lambo. Ja, ich. Ach, ist wieder heil? Ja, nee, der war gar nicht kaputt. Ich hab nur Spaß. Einer Prank oder was? War eine Prank, Bro. Ja, ich würde die auflassen. Ihr könnt damit ruhig ein bisschen rumfahren, ja, wenn ihr wollt. Wir lassen einfach alle Autos auf. Also, solange da nichts drin ist, Jungs. Guck mal, ob da noch so Munition oder so drin ist. Was ist halt dann wack? Im Audi müsste noch ein Mac drin liegen. Ja, wenn es nur eins ist, ist das nicht so schlimm. Ja, hier sind nur Dietriche drin. Warum machst du Dietriche? Wie willst du einbrechen, Bro? Ja, ich dachte, ich krieg damit ein paar Autos aufgeknackt, aber einen Scheiß krieg ich. Was kriegst du damit auf? Ja, lass mal probieren hier. Gar nix, diese Scheißdinger. Ja, ich krieg damit eine Fessel auf, glaube ich. Ich oder was? Was hast du gesagt, Bro? Ich hab echt sein Auto kurz gefickt, aber die Soul Demons haben mir was geliehen. Ah, scheiß drauf, Bruder. Ich sag ihm das nicht. Was? Achso, ja, ja, safe, keine Sorge. Oder du könntest jetzt so ein Flugzeug einfach hier reinlotsen mit diese Hände hoch, runter, weißt du? So hoch mit diesen Lichtern, ein bisschen Ding. Dann könntest du ein Flugzeug zum Landen bringen. Bei Eis hast du den RS6 gesehen, wie der fliegt? Ist der krass, der RS6? Der ist gut, Bro, der ist echt nice. Ist der schneller als der Urus? Weiß ich nicht. Weil jeder fährt Urus, fuck mich dick ab. Also Urus ist auf Anhieb schneller, glaube ich, aber RS6 ist echt gut, der ist auch gut in der Luft.
Urus hört sich halt an wie ein Bastard, das ist das Problem. Gut, ja, in der Luft, halt, das habe ich gesehen, das war straight. Ja, das war wirklich straight, das war wirklich Elon Musk, wäre stolz clean, gewesen, ja. Bruder, ohne Witz. Weich gehen. Er ist noch 90 Grad nach oben gemacht, dann wärst du bestimmt als erster Mensch auf dem Mond gelandet, ohne Witz. Lenken, aber in Luft lässt er sich so gut lenken, deswegen war halt. Ich glaube allgemein in Luft lenken lässt sich nicht so gut, weißt du, was ich meine? Ja. Aber er war ganz schön clean, oder? Ja, sah gut aus. Ja. Jungs, ich hau mich in eine Bude, viel Spaß mit den Autos. Korrekt, Bro. Da vorne, dieser Block, wo wir gerade vorbeigelaufen sind, da links, da sind alle Wohnungen frei noch. Easy, alles klar. Ja, dann viel Spaß beim Fliegen mit den Autos, ne? Bis alles morgen. Klar, Bro, bis morgen. Ciao, ciao. Tschüss. Okay, was machen wir jetzt? Pipeball. Ey, Bro, ich glaube, ich mach mich auch nicht lange, Digga. Pimpball ist gar kein Bock. Und was machen wir sonst? Eine Runde geht. Komm, John, wir gehen alleine, die gehen alle pennen. Das sind alles Spielverderber, Digga. Hab ich mir. Auch schon abgefuckt wegen den Sombrero-Hutträgern, Mann. Ja, ich hab heute deinen Vipers kalt gemacht, Digga. Heftig. Weig mal. Okay, dann machen wir uns auf den Weg, komm. Auf den Skyline. Kannst du zu zweit Dings gehen, oder was? Ja, aber irgendwas machen wir noch, Bruder. Irgendwas finden wir noch. Okay. Irgendwas. Korrekt, Bro. Wir machen den Skyline? Lass mich mal fahren, bitte. Nein, gönn ich dir nicht. Ja, mach ich, Bro. Schick ich dir. Das ist wirklich scheiße. Bro, gute Nacht. Komm, ich nehme die Laserschwerte mit. Nimm die mit, Bro. Kannst vielleicht Rüke fahren. Hm. Vielleicht machen wir Laserschwertkampf gegen Sombras. Ich überlege gerade, mit wem könnte man gerade was Gutes aushandeln? Die Sombras fucken uns ab. Boah, ich wette mit dir, jetzt jagen die uns, weil wir so zu zweit sind, weißt du? Ich rufe mal Farut an, der weiß immer, was geht. Haben wir auch gerade schon in der Hut gesagt, die kommen safe jetzt. Ich fühle den Skyline. Ja, Digga, das ist einfach. Nichts, ich chill. Was geht ab? Wen hab ich gesehen? Das bin ich. 99 Luftballons. Farut, hörst du mich? Ja. Was geht? Weißt du, wer dran ist? Ja, der komische Junge. Warum nennst du mich der komische Junge, Bruder? Du verletzt mich doch. Ja, du bist irgendwie ein komischer Mann. Ich weiß noch nicht, ob ich dir vertrauen soll oder nicht. Warum? Ah, keine Ahnung, Bruder. Du siehst mir ein bisschen aus wie so eine Mischung aus so einem Bastard und einem loyalen Menschen. So, aber ich konnte. Eine Mischung aus einem Bastard und einem loyalen Menschen. Ja, Bruder. So, weil, keine Ahnung, du siehst mir halt aus wie so ein Avatar-Bastard. So. Avatar? Ja, kennst du Avatar, den Film noch? Ja, natürlich. Die waren aber blau, Bruder. Was soll ich dir sagen? Ja, genau. Der was? Hat doch so einen Pfeil über den Kopf. Weißt du, welchen Hurensohn ich meine? Ich weiß eins zu eins genau, welchen Hurensohn ich meine, Bruder. Das Problem ist, sein Haarschnitt passt eher zu dir als zu mir. Nee, ich meine doch, ja, egal, jetzt scheiß drauf, man, du hast gerade keine Ahnung, du null IQ. Okay, chill mal. Ich wollte dich gar nicht beleidigen. Es kam nur so rausgerutscht, als du gesagt hast, Avatar-Bastard zu mir, weil eigentlich bin ich nicht blau und ich habe auch keinen Pfeil auf meinen Kopf, weißt du, was ich meine? Hallo? Ja. Ja, ich hör dich doch. Wo bist du? Ich bin gerade bei den 99ers. Wir smoken gleich eine 420. Einen fetten? Ja. Willst du den teilen? Weißt du was? Da du auch letzte Nacht deine Freundin mit mir geteilt hast, teile ich auch meine 420. Was hältst du davon? Okay, ich komm dahin. Soll ich zu 99ers kommen oder was? Genau. Okay, ich komm da gleich hin. Alles klar, Mann, bis gleich. Nimm genug Papers mit. Papers? Okay, kein Problem. Und lass uns dann auch türkische Runde machen, kennst du das? Meinst du mit dieser auf Geiern, diese jeder Einzug schnell ohne Atmen? Genau. Ja, machen wir, kein Problem. Bis einer umkippt. Alles klar. Okay. Bis gleich. Er sagt türkische Runde. Ja, Bruder, seit wann ist Skyline eigentlich Viersitzer? Das ist doch kein Viersitzer, Bruder, flachs mich nicht. Heftig, Bruder, heftig. Sag mir nicht, hier können noch zwei Leute rein hinten. Ist ja heftig. Nee, leider nicht, da ist ja der Käfig. wegen Racing, da können jetzt nur noch Koffer abgelegt werden. Ja, aber wusste ich gar nicht, dass Skyline noch in Viersitzer-Variante gibt. Dieser Wagen hier links, gell? Der ist schon ein bisschen komisch, sag mal ehrlich, Bruder. Welcher, der Ferrari? Ich dachte, weil der so ganz einfach mit uns gewendet ist gerade. Ach so.
dachte, du meinst den Wagen an sich. Weiß nicht. Der Fahrrad, der Bastard. Der ist dick, der hat dick Eier bekommen. Als Fahrrad bei Banger-Music war, da haben wir gegen den geschossen. Wo ist der jetzt? Ey, stört das die, wenn man in deren Hut reinfährt? Ich weiß gar nicht. Ja, okay, letztens sind die durchgefahren und dann wurden wir abgeballert. Der ist doch gar nicht hier. Da hinten bei der Pipe, hier. Stehen die da, oder was? Na, da warst du gar nicht dabei, stimmt. Hier bei der Halfpipe. Du musst hier hinten die Straße lang. Fährt man da mit Auto lang? Ganz falsch, bist du ganz falsch, wirklich. Oder, wo dieser Wagen dreht sich wie ein behindertes... Rechts jetzt hier, rechts, genau. Und jetzt hier rechts. Aber da sind die nicht. Die sind nicht da. Der hat mich einfach angelogen, der Farud Ban. Ah, da ist er doch. Wo? Ja, aber da ist auf jeden Fall jemand. Da, geradeaus. Stimmt. Lass mal rein. Ich weiß nicht. Was geht, Bro? Hey, what up? Weißt du, wo Farud ist? Nee, wo soll der sein? Der hat mich gerade auf einen Joint eingeladen bei den 99ers, meint er. Oder, warte, kann sein, warte, ich schon kurz durch. Yo, hat jemand von euch Farud auf einen Joint eingeladen? Nein, Farud hat mich auf einen Joint eingeladen bei euch. Frag mal, wo die sind. Ja, Mert, sag mal, wo du bist. Wo denn, Hut? Mert, komm mal zur Skaterbahn. Ja, warte, die müssen kurz was klären, aber... Ihr seid von? Jo? Bitte? Was hast du gesagt, Bro? Sorry, ich war ja auch noch am Nachdenken. Also, von wem seid ihr? Das ist Jeff. Chillen die mit Ding oder was? Mit Farud? Oder manchmal. Nee, weil Farud meinte, ich soll hierher kommen, aber der hat mir nicht genau gesagt, wo. Ich ruf den aber nochmal an. Da hinten war einer. Ja, warte, ich guck mal kurz. Okay. Lass mal zu dem hinterfahren. Gehen. Nein, ja, der ist nur durchgefahren. Na, perfekt. Er lädt uns hier ein und dann verschwindet er. Na. Was geht, Jungs? What up? Farud meint, ich soll hierher kommen, weil der will einen Joint mit mir teilen. Er meint, der chillt mit euch gerade. Was? Hat er mich verarscht, oder was? Ja. Oder Farud bist ja nicht. Der Bastard macht immer irgendwelche... Erstmal sagt er das und dann sagt er dir, nein, Spaß, ich bin hier, weißt du, was ich meine? Und dann fahr ich hier hin, nur um euch abzufucken, obwohl er nicht mal hier ist. Ja, dann alles gut, Jungs, sorry, ja. Was für ein Wichser dieser Farud ist, Alter. Alright, ich muss. Oder Mert, hast du nicht mal Homie, mit denen? Wir sehen uns, alright? Ja, ja, alles gut, Jungs. Ciao, ciao. Bruder, dieser Farud, der ist am Trippen, Bruder, ohne Witz. Er ist AFK? Achso. Warst du schon mal im Club? Meinst du diese 77? Nee. Der ist nice. Was ist Eintritt? Gibt's verschiedene. Ich glaube normal 477, VIP 777 und Secret VIP war 1277 oder so.
What the fuck? Warum sind die so? Weiß nicht, Club 77. Die haben irgendwas mit ihrer 77. Warte, bis dieser Faro zurückruft, weil da ist safe irgendwie Pissen oder so ein Scheißdreck. Keine Ahnung. Oder du fährst aber auch. Ich war extra so, Bruder. Das ist das Ding. Eine Fahrkunst. Verstehst du? Ah. So nennt man Leute, die gerne so Kunststücke machen mit Autos. Warst du schon? Kennst du diese Dokumentation über Ding? Tokio? Ja, wo die so Lambos in bunt fahren? Ja. Mein Onkel war einer von denen. Hä? Fake Lambos oder was? Nein, echte Lambos, aber bunt. Hm, na, keine Ahnung. Was war das für ein Kunststück? Das war ein Dreher. Ein Dreher? Willst du noch einen machen? Ja. Ah, doppelter. Ja, mit Looping sogar. Nice, nice, ja. Gefällt dir nicht, sag ehrlich. Geht so. Heftiger Typ, ohne Witz, einfach nur Hater bist du, weißt was ich meine? Teste mal Topspeed hier auf der Autobahn. Der fährt 280, aber können wir gleich machen. Farut! Ey, Farut, ich weiß, du hast mich als komischer Typ und sowas eingespeichert oder so, keine Ahnung, aber das gefällt mir hier nicht, diese Verarschen. Ich stehe bei 99, du blamierst mich hier. Ich sag, wo ist Farut? Die sagen, welcher Farut? Der ist hier nicht. Hä? Ach so. Ah ja, mir ist da was dazwischen gekommen. Farut, wir waren immer gut, ha? Ich hab dir geholfen und sowas. Ja, ja, normal. Warum machst du sowas mit mir? Das ist respektlos. Nein, Bruder, normal, alles gut. Ich dachte, wir sind gut miteinander. Ja, Bruder, wir sind auf jeden Fall gut und guck mal, seitdem du bei diese Weasel News, was weiß ich, was du da gemacht hast, Bruder, dir geht's richtig, du hebst richtig ab gerade, was ist los? Ey, der hat einfach aufgelegt, der Bastard. Mit Luft reden, RP. Heftig, Digga. Trauben sammeln. Trauben sammeln? Ja. Niemals, Bruder. Niemals. Ja. Ey, dieser Fahrer, Bruder, der hebt gerade ein bisschen zu hart ab. Der macht mir diese Weasel News. Ich muss mal ganz kurz Weasel News gucken, ob da was Neues über den ist. Wir müssen ihm eine Lektion erteilen. Ich glaube schon, Bruder. Der ist gerade cool geworden. Ja, lass ich mal kurz die Weasel News aufmachen, ob es da was Neues von denen gibt. Da war erst letztens irgendwas mit Ansage und sowas. Ich hab's noch nie gekannt. Hier ist mein Signing. Warte mal hier. The band. Bester Rapper aus Nassau. Ach, der ist bei Bilal gesigned. Der ist bei Bilal gesigned, deswegen, Bruder. Doch. Der ist jetzt Schallzentrale. Er ist bei mir gesigned. Ja. Er ist guter Bilal. Wallah, Band mit neuem Song, hast du den gesehen? Der ist nice. Yo, was geht ab? Mein Name ist. Neuer Song ist nice, sagst du? Ja, Farut Ben ist wieder zurück, meine lieben Freunde. An. Und besser als je zuvor. Dann lass mich so lang fahren. El Grande. Grande. Ja. Mach doch nicht Mutter. Schaltzentrale. Bilal. Das ist für euch. Ja, Kelt. Farut Ben verdient durch Rap 20 Riesen. Ich komm mit Diesel an, sie ist ihn für die Familie schießen. Geil ist ne Vollzeit-Bitch mit Überstunden. Labert ziemlich voll, geht das schon über Stunden. Die größten Hurensöhne sind Black Muerta. Komm ich in eure Hut, gibt es Stiche Mierda. Ihr kommt mit einer ganzen Stadt, ich komm mit El Grande. Macht mich auf Gangster, ich ficke eure Bande. Mit der Tech-9-Essay, Drive-By auf TT. Stopp, Mission complete, es gibt jetzt Payday. Wenn ich Uwe sehe, muss ich zweimal gucken, steht ein Hund vor mir oder ist das sein Rücken? Selina, die Hau macht auf ganz, ganz schlau, sie nimmt ganz tief Schau. Er hat schon wirklich wie Farid, Digga, ist verrückt. Aber hat er noch eine Ansage gemacht danach? Bellen verdient durch Rap 20 Riesen. Ich komm mit Diesel an, sie ist ihn für die Familie schießen. Geil ist dann rennen, ein Hudermeister. Ey, puta madre, hombre, du hast alles auseinandergenommen. Du hast alles.
Fick das PD und auch jetzt deren Gesetz. Ihr werdet festgesetzt, so wie beim Poker die Chips. Die Caps machen nichts außer den ganzen Tag reden. Meine Jungs siehst du nur beim Twittern lesen. Werde die Beamten jetzt allesamt bängen. Marschiert Schaltzentrale ein, siehst du sie dann rennen. Lauf, Bitch, lauf, ich mach mit Fahnen drauf. Du Peach siehst ein Lauf, als blickst du durch die Waffe und fragst dich, wer steckt hinter dieser Maske? Farut Ben. Und das war ganz bestimmt nicht die letzte Ansage, ihr kleinen Hurensöhne. Ihr wolltet den alten Farut, ihr kriegt den alten Farut. Und Herr Bot. Okay, warum scheiß nicht. Wait, Bruder, was machst du da? Warum ist der Wagen. Bruder, wie hast du das geschafft, dass du den ganzen Tag hier rumholst, dass ich nicht fahren kann und eine Minute fährt der Junge? Der Wagen ist gefickt. Ich glaub's nicht. Ich kann mir das nicht ganz einfach, Bruder, weil ich habe zu kurze Aufmerksamkeitsspanne, Bruder. Das ist eine Krankheit bei mir. Das kann ich bei TikTok und so auch. Das hat mich gefickt. Alles, was länger als eine Minute geht, Bruder, ich muss rennen. Ich muss irgendwas machen. Ich bin auf Hektik. Meine Aufmerksamkeitsspanne ist maximal gesunken, Bro. Aber das hat sich Bro angehört. Kann man nichts sagen. War wild. Seitdem du bei Schaltzentrale bist, hast du dich. Bruder, guck mal ganz kurz bitte, komm mal her. Ändert. Alle sagen ich das. Ich hab Reparaturkassen übrigens, warte. Was soll ich gucken, Bro? Warte. Siehst du dieses Sales-Schild hinter uns? Ja. Bruder, das habe ich angefahren. Und deswegen ist unser Reifen geplatzt. Bruder, du kannst einfach kein Auto fahren, das ist das Problem. Bruder, wirklich, ich schwöre es dir. Ich bin nur gegen dieses Sales-Schild gefahren und Reifen kaputt. Das ist so eine Verarsche. Bock nicht, Bruder. Dann merkt man, egal. So, aber ich merk schon, der fährt sich echt scheiße. Der driftet. Der hat keinen Grip. Ja, kein Grip, Motorsport. Ey, ich wurde schon wieder geblitzt. Egal, der Lambo ist noch aufstand. Stimmt auch wieder rum, Bro. Ey, ich muss so hart pissen gleich. Ne? Der geht gut ab, Bruder, kann man nichts sagen. Aber du kannst trotzdem kein Auto fahren. Dafür, dass du dich so beschwert hast, hätte ich jetzt echt mehr erwartet, mein Lieber, sag ich dir ehrlich. Hier guck ich mal auf, Tricks. Zeig. Warte, das war hier. Siehst du, weil die so knapp ist. Bruder, wo war der Trick jetzt? Ein kleinen Dip. Mach mal so einen Dreher. Ein Dreher? Doppelter into a drift. Bruder, die Leute hupen schon, wie behindert du fährst. Hä? Das war ein doppelter Reha mit. Ein doppelter Reha einfach. Das ist Rehabilitation, Alter. Vom Krankenhaus. Egal, nicht schlecht, ich sag so. Aber es ist langweilig langsam, ich sag dir brüderlich. Soll ich noch einen Trick machen? Digga, was für 280? Der fährt. 310. Oha, auf Highway, ja, Mann. Ey, dreh mal um, fahr mal Richtung Hut. Okay, warte. Jetzt siehst du einen Trick. Ich will sehen, Bruder, wenn du das fixst. Ich sag dir echt, wir haben keinen Reparaturkasten. Nee. Stimmt, ja. Wäre auch schon ein bisschen lustig, wenn. Wäre ein bisschen lustig, ja, ein bisschen schon. Sag dir ehrlich. Ich hab einen Taxi-Kontakt. Nein, Bruder, laufen. Also warten auf den wird auch nicht bocken. Ach ja, das war noch nicht alles, warte. Bruder, bitte, ich hab dir das doch dreimal gerade gesagt, Digga. Warum bist du so? Ich hab dich sogar gewarnt, du kannst kein Auto fahren. Ruf dein Taxi an, ich geh kurz pissen. Ich wusste es, Digga. Es war so klar, es war so unfassbar klar. Ich piss kurz, Jungs, ich komm gleich wieder. Kann doch nicht sein mit dem Jungen, ohne Witz kann nicht sein. Kann echt nicht sein. Gönnt euch kurz Intro in der Zeit, ohne Witz. Swerving.
Sitting on the rims, picture perfect, no destination. Let's just wait and see where we end up. Burn his nose, burning up the ozone backwards. They tally suck. Bitch, look at me, she said, yeah, what the fuck? Oh, I'm out in love. I don't fuck with life forms of this planet, bitch, you out of luck. I got better shit to do, like sip the lines up in my cup. I ain't sharing plans, they talk. Waste my whole life talking ducks. Generally are pretty tight. It seems almost as if there is a slightly larger focus on hooks with this project. Nee, wir haben keine. Oh. Dann scheiß auf dich wirklich. Hallo, bist du gerade beschäftigt? Ob du gerade beschäftigt bist? Ob du beschäftigt bist? Ah, kannst du mich nicht abholen? So. Warum trägt er mich? Ach, weil ich pissen war. Ey, Jungs, ich hab den gerade bei mir. Wenn ihr wüsstet, was gerade passiert. Ja, nee, ich weiß nicht, ob der. Ich weiß nicht, der spricht nicht mit mir irgendwie. Oder wohin mit dir gerade eigentlich? Warte. Okay, ja, sag ich ihm. Okay. Okay. Sending war schon natürlich. Bis dann. Ist unser Taxi oder was? Ja, ja, hier ist das Taxi. Oder jetzt hab ich dich aber angepisst gerade, weißt du das? Nee, 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 nee. Guck mal, das Taxi. Wir können es, glaube ich, einfach. Nimm einfach das Auto, Bruder. Oder? Schade. Wo ist dein Taxi? Scheiß auf den. Was, der grüne Fleck? 99? Guck mal, wir können das Auto, glaube ich, nehmen. Scheiße. Oder, warum haben die so einen hässlichen Lowrider eigentlich? Hey! Ja, kein. Ich hab, glaube ich, kein Auto hier, warte. Viel Spaß bei euch auf dem Server zuzugucken. Quake, Bro. Ne. Machen wir jetzt. Oder du hast uns gefickt. Ich sag doch, du kannst kein Auto fahren. Hör doch auf damit. War es seit 4 Tagen, dass du kommst? Oder war ein komisches 4 Tage, sag ich ehrlich bei mir. Ich will nicht lügen. Kurz davor, wir rennen. Du kommst jetzt und merkst, dass ich du erst... Ich kann kein Auto fahren. Ja, meine Alerts gehen irgendwie nicht richtig raus, Dickwag. Also meine Notifications. Wir laufen jetzt, Bruder, knallhart. Hä? Ah? Scheiß auf dein Taxi, Bruder. Jetzt wird ja gesprintet. Ja, hier ist mein Taxi, warte. Wo? Guck, da rechts. Auf dem Highway meinst du, in grün? Ja, ja. Könnte ich gerade erschießen, du Bastard, ohne Witz, Digga. Kann kein Auto fahren und macht noch so dumme Witze. Hab dich auch noch 3-mal vorgewarnt. Ja, du hast doch gesagt, dass der Reha langweilig ist. Da muss ich dich halt. Du bist ja nicht mal. Du konntest ja nicht mal geradeaus fahren, wir sind auf einem Highway ohne Autos. Du hast geschafft, den zu ficken. Nein, wir werden nicht mal verfolgt oder so. Ich wollte noch einen Trick machen. Ich wollte noch einen Reha machen. Aber ging nicht. Warte, hier ist Busstation, wir warten auf Bus. Besser, du willst rennen. Rennen um dein Leben. Das war rot übrigens. Seitdem waren die auf vielen Servern. Ja.
Gruppe ist auch immer durchmischt. Ich würde Family Life die Gruppe nicht zu ernst nehmen, weil auf Family Life machen wir ja wirklich nicht so RP wie auf Homestead oder sonst wo. Wir trollen ja selber so mäßig. Ja, komm. Morgen soll anstatt dein Opa wieder aufstehen. Echt? Das wäre super wild. Das wird so wildes RP. Jetzt bin ich erster. Ja, jetzt musst du das nächste Auto probieren, was zu sehen. Achso, ja, okay. Ja, aber wir finden keins mehr, glaube ich. Ja, aber hier ist ja nochmal eine extremere Nummer, besser? Bro. Ach, scheiße, ich weiß. Also hier würde ich auch eher Leute annehmen, die ich sonst nie aufnehmen würde. Nee, ich habe Abschleppwurf, guck mal. Zwei Leute waren heute bei euch arbeiten, wollten die, aber dann wurde gecallt, dass wir die Sombras hier haben und dann wurde nicht mehr gearbeitet. Aha. Hallo? Hallo? Hä, von mir habt ihr genommen? Ach, das meinst du? Ja, ja, doch, stimmt. Zwei Leute, die für uns gearbeitet haben, genau, doch, das stimmt. Nur von mir auch, von dem anderen, von dem anderen auch, aber wir haben 2,5 heute gemacht insgesamt, aber wir haben, glaube ich, locker 8 Minus gemacht wieder. Mit Waffenfeldern an Bullen und sowas. Was hast du noch in der Gangfrage? Hier ist unendlich groß. Die Gangs können ja unendlich groß sein. Welche Gruppe war sie auf Homestead CGF? Warum eigentlich nicht mehr, was soll ich, wenn ich fragen darf? Also soll ich denn, arbeite ich gerade im Hintergrund? Oder wer will dein scheiß BMX-Alarm? Storyline arbeite ich im Hintergrund noch an ein paar neuen Sachen, ein paar neuen Ideen. Storyline wird auch was richtig Cooles noch erleben. Aber ich will gerade ein bisschen Quatsch machen, also ein bisschen Quatsch-RP mit den Jungs zusammenspielen, mit denen ich vor 2 Jahren zusammengespielt habe. Ne? Die wollen nicht alle auf Storyline und sowas. Und deswegen. Oder bist du ein richtiger Clown ohne Witziger? Ich geh pennen, Broski. Mach das. Wir sehen uns morgen wieder, ja? Wieder gute 3 Stunden da gewesen. Stabil. Stabile Nummer heute, sag ich dir ehrlich. 3 Stunden war gut. Morgen wird's länger am Ende. Okay, machst du es. Ne? Jetzt Nächle. Ja, ich leg mich neben dich, ja? Ja, yeah, Mann, noch Hummer. Okay, Chat, Matt, was geht ab? Was geht ab? Der Hund killt mich, weil ich gerade Beef Jerky esse und ihm nichts abgebe. Oh, frech. Komm, hoste Theo. Ich muss heute einen Bre leider von mir hosten, das hätte ich Theo gehostet wegen Ding. Aber ich will heute einen Bre hosten, meine Lieben. Der hier gerade den Hustle-Muscle macht, deswegen gönnen wir dem auch die Zuschauer. Ich meine, warte mal hier. Ich gönne euch, ich gönne ihm mal, weil er hat nur 20 Zuschauer und er repräsentiert Storyline sehr stark. Mir gefällt das RP. Wenn ihr wirklich Gang-RP sehen wollt, also echtes Gang-RP, dann guckt jetzt hier hin, okay? Vertraut mir, guckt jetzt hier bei dem Typen rein, dann lernt ihr wirklich, wie echtes Gang-RP funktioniert auf Storyline. Sag ich brüderlich. Wir sehen uns morgen wieder, by the way.